Tada! Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen aus dem Zwischennetz der virtuellen Realität, wenn man so möchte. Wir haben uns heute versammelt, um einerseits ein bisschen zu feiern, weil wir in sehr schneller Zeit brüchiger Frieden finanziert haben. Unter 20 Minuten! Und ich habe auch mit einem Auge drauf geschaut, weil ich auch ein paar Leute hatte, die ganz scharf darauf waren, den Hype-Pledge zu kriegen. Ja. Ich hatte den direkt verklickert, Leute, das müsst ihr schnell machen. Das letzte Mal war richtig fix weg. Und diesmal, wie lange hat es gedauert? 5 Minuten und dann waren die 8 Plätze belegt. Ich meine, die Menschen müssen einfach noch die Seite gegangen sein, geklickt haben, bezahlen, fertig. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist schon krass. Das war echt. Also, wir haben so drauf geguckt und weg. Ja, danke dafür. Sehr, sehr cool. Genau, wir reden ein bisschen über das Crowdfunding. Wir reden ein bisschen, was da noch kommt, was vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund, zur Geschichte. Und dann werden wir eine Runde in Havena spielen, ein bisschen die schwarze Katze mit Katharina, Jens und mir als Spielern und der lieben Nadine als Spielleiterin. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau, ich werde gleich hier noch nachbessern. Ihr habt gesehen, da gibt es wohl ein Problem mit dem Sound. Ich hoffe, dass wir das gleich regeln können. Der Klassiker bei mir. Gut, zunächst mal. Wir haben die schwarze Katze, das namensgebende System, was natürlich das beste Haustier von allen beschreibt, nämlich die Katze. ich glaube, wir sind alle 4 Katzenfans hier, kann das sein? Ja, Katzen. Ja, ich glaube, wir sind ziemlich Katzenpersonen. Obwohl ich ja gestehen muss, ich bin zwar Katzenbesitzerin, aber ich habe auch lange Zeit in meinem Leben mit den Gedanken gespielt, okay, Hund oder Katze, weil beides ist für mich okay. Ich weiß, die meisten, die gerne Katzen mögen, haben eine gewisse Aversion gegen Hunde. Die ist bei mir tatsächlich nicht so präsent, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch etwas mehr dagegen gesträubt, so von Hunde. Was? Hunde nicht in meinem DSK? Daher, das hängt ja an 2 Leuten, nicht nur an mir. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was. Sie lächeln. Hunde sind okay, Katzen sind nur besser, sehe ich gerade. Genau. wir reden ein bisschen, oder ich würde gerne ein bisschen von euch, es ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, das weiß ich natürlich. Wie kam es denn dazu, Fasar, Hunde, wessen Idee war das von euch? Also wir hatten mehrere Kandidaten in den Raum geworfen und ich glaube, Fasar kam ursprünglich von Jens. Ja, wir haben einen Masterplan gehabt, Orte, die für die schwarze Katze in Frage kommen, weil wir ja in Aventurien so ein bisschen wie in so einem Süßigkeitenladen sind. Wir können es ja quasi bedienen, ja, an allen schönen Dingen, die da so rumliegen, und davon gibt es ja jede Menge. Und da haben wir quasi in jeder Himmelsrichtung mal geguckt, was gibt's denn da so Schönes. Und da war natürlich Richtung Osten Fasar durchaus, ich sag mal, ansprechend. Passt ja natürlich auch so ein bisschen, ne? Von der Gegend. Ist eine schöne Gegend, die Stadt ist perfekt dafür geeignet, die ist schön alt, ja, also richtig uralte Stadt mit vielen alten Trümmern, Ruinen und Geheimnissen und Dingen und Sachen, die man so finden kann. Die liegt schön, die liegt auch in einer Region, die für das Thema sehr geeignet ist. Das wird dann im Crowdfunding auch nochmal relevant. Mhm. Von daher ist Fasar eigentlich eine super Wahl. Und Fasar ist halt so ein im DSA-Aventurien, sage ich mal, so ein anarchistischer Ort, ja, wo irgendwie so ein bisschen Chaos herrscht und also anarchisch eher. Und irgendwie keine wirkliche Herrschaft im klassischen Sinne existiert, was natürlich bei den Erwachten wie die Faust aufs Auge passt. True. Ich, jetzt muss ich ja sagen, als Katzenliebhaber und großer Katzenfan bin ich natürlich ein bisschen parteiisch, aber war das für euch schon klar, dass ihr die Hunde da reinnehmt oder grundsätzlich reinnehmt, oder war die Nachfrage so groß, dass ihr gesagt, ja na gut, es ist zwar die Katze, aber wenn ihr wollt. Ich denke, da waren wir uns schon relativ schnell einig, dass das so oder so passieren wird. Es wurde natürlich während des ersten Crowdfundings immer wieder nachgefragt, beziehungsweise kam oft die Aussage, ja,
Katzen sind ja ganz nett. Aber wenn jetzt Hunde dabei wären, würde ich mitmachen. Aber so? Das hat schon durchaus, wir hatten mit dem Gedanken gespielt, ob wir das mit in das erste Buch mit reinnehmen, aber das hätte den Rahmen gesprengt, weil das Buch ist ja schon mittlerweile schon ein bisschen dick geworden, das normale Regelwerk. Und hätten wir da noch Hunde mit reingepackt, das hätte auch erstmal das, ich würde mal sagen, den bisherigen Kanon so ein bisschen auseinandergewürfelt, weil ja, das hätte man überall implementieren müssen, weil das hat eine sehr große Auswirkung, ob da jetzt noch ein weiteres Machtgefüge dazukommt oder halt nicht. Und das war tatsächlich dann eine Überarbeitung, die hätte nicht mehr in den Zeitrahmen mit reingepasst. Es wäre auch ein bisschen viel gewesen, glaube ich. Also es hätte, glaube ich, das Thema auch so ein bisschen verwaschen. Also natürlich war der Gedanke sehr früh da. Es gibt sicherlich auch andere Erwachte, warum nur Katzen? Von daher, wir haben ja auch gesehen, es gibt ja nicht nur Hunde und Katzen in Fasar. Da geht noch mehr. Und das hat durchaus Hand und Fuß, also es hat durchaus eine Zielsetzung. Also ich war jetzt gerade schon bei der schwarzen Spinne dann in Maraskan wahrscheinlich. Aber das ist Witwe, das kommt dann später irgendwann. Jetzt haben wir natürlich in dem Crowdfunding, ihr habt es ja schon eben so ein bisschen gesagt, für den Anfangsband Die schwarze Katze, wo auch die ganzen Regeln drinstehen, oder die Grundmechanismen erklärt werden, wäre das alles ein bisschen zu viel gewesen, weswegen es jetzt in einem anderen Band erscheint. Vielleicht, wenn ihr ganz kurz mal so einen Ausblick geben könntet, was ist denn eigentlich überhaupt in dem Band jetzt drin? Was erfahre ich denn, wenn ich da mitmache? Also erstmal haben wir natürlich den Grundband, und zwar erstmal mit dem Setting Fasar im Generellen, Brüchiger Frieden. Dir wird vorgestellt, was ist da eigentlich los? Was ist seit dem Erwachen passiert? Was für Strukturen haben sich eigentlich gebildet? Was ist passiert, als sich dann Hunde und Katze gegenüberstanden und festgestellt haben, well, shit. Wie haben sich die Machtverhältnisse aufgeteilt? Wo sitzt wer? Wer ist da gerade am Ruder und warum? Und wer sitzt quasi zwischen den Stühlen? Weil wir haben ja nicht nur die Hunde und die Katzen, sondern die Fennecs sind ja auch dazu gekommen. Die Wüstenfüchse sind erwacht und seit heute angekündigt auch die Mungos. Was offensichtlich viele Menschen sehr gefreut hat. So von wegen, boah, ja, Hunde toll, Katzen super, Fennecs mega süß, aber man, Mungos, krass. Das fand ich schon cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das auf so positive Feedback stößt. Ich dachte mir so, oh, Mungos, vielleicht finden das einige sehr, sehr schön. Aber dass es dann so positiv aufgenommen wird, war schon cool. Also die vier, also Katzen, Hunde, Fennecs und Mungos wird es geben im Hauptband. Und natürlich auch noch eine neue Katzenspezies, die Chaya Samora, die dort etwas öfter vertreten ist. Und ja, und es werden natürlich auch noch Regeln zum Spielen von Hunden mit dazu gegeben. Neue Vorteile, neue Nachteile, weil die Eigenschaften von Hunde differenzieren sich sehr stark zu allem, was eine Katze kann. Also unsere Zuschauer sind auf jeden Fall sehr kreativ, was neue Ideen für weitere Ausbaubände betrifft. Nur noch mal, um es ein bisschen klarzustellen, vielleicht sind ja auch Leute dabei, die zum Beispiel noch keine Vorstellung von der schwarzen Katze haben. Das heißt, wenn ich neu einsteigen will, Fasarbrüchiger Frieden ist dafür nicht geeignet im Sinne von, da sind die Grundregeln nicht drin. Um das Spiel zu spielen, brauche ich die schwarze Katze, den Hauptband. Ja, das Regelwerk. Aber keine Sorge, auch das haben wir covered. Im Crowdfunding gibt es nämlich die frisch erwachte Katze als Pledge-Level. Yeah. Und falls ihr noch nichts irgendwie diesbezüglich habt, könnt ihr natürlich das nehmen. Und damit ist euch am Anfang auf jeden Fall geholfen. Wenn ihr also orientierungslos seid und sagt, oh, irgendwie interessiert mich das, aber ich habe keine Ahnung, wo ich irgendwie den ganzen die ganzen Grundstock dafür herkriege, da. Da, schaut nach. Wir posten den Link einfach gleich im Chat, dass ihr da direkt hinfindet. Und wichtig ist natürlich auch, ihr könnt, auch wenn das Dankeschön frisch erwachte Katze heißt, auch als Hund frisch erwachen. Das konntest du nur nicht allen recht machen. Jetzt gibt es im, Nadine, du hattest es, glaube ich, gerade schon gesagt, es gibt jetzt den Hauptband Fasarbrüchiger Frieden.
Aber wir haben natürlich noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Anthologien oder die diese Erweiterungsbände mit ein bisschen Hintergrundwissen. Die sind ja auch durchaus für Leute interessant, die zum Beispiel jetzt sagen, naja, ich finde Hunde schon ganz cool, aber ich würde eigentlich ganz gerne mit meiner Katze, die ich damals gespielt habe, jetzt neu einsteigen und alt einsteigen und aber gerne ein Abenteuer als Katze erleben. So. Ja, so von wegen dieser ganze Fassagenödelfatz interessiert mich nicht. Gib mir ein bisschen mehr Havena, haben wir auch. Das genau. ist nicht das Ding. Also das können wir auch bedienen. Wir haben zum Beispiel Jenseits der Mauern, was das Umland von Havena, insbesondere die Morsape, thematisiert und auch mit ins Hundeland reinschneidet, was bisher der weiße Fleck in Havena gewesen ist, wo einfach noch keine Katze gewagt hat, die Pfote raufzulegen. Viel zu gefährlich. Das Hundeland, niemand geht dahin. Macht man einfach nicht. Nee. Daher, da gibt es auch noch einiges. Und das Abenteuer, die Abenteuer-Anthologie Flötenspiel handelt sich um drei ganz schöne, frische Märchenabenteuer für Leute, die es dann auch ein bisschen märchenhafter haben. Sehr schön. Ich, was vielleicht noch interessant wäre, könnte ich mir vorstellen, dass diese Frage kommt. Wie ist denn jetzt mal, ich denke jetzt mal in aus Spielersicht, oder nennt man das denn Pro-Optimizer, wie auch immer, wie sind denn die Unterschiede der verschiedenen Völker, Rassen, Spezies, Hunde und Katzen? Sind Hunde in dieser Welt ganz anders oder sind es halt einfach nur Hunde und es funktioniert genauso? Gibt es da Unterschiede? Regeltechnisch? Zum Beispiel? Oder gibt es regeltechnische Unterschiede? Die Frage war ein bisschen verwirrt gestellt, Entschuldigung. Gibt es auf der einen Seite sozusagen regeltechnische Unterschiede für die Hunde? Also ist das eine andere Art und Weise zu spielen? Und bezieht sich das eben auch auf den Hintergrund? Das heißt, wie unterscheiden sich Hunde von Katzen? Stelle ich mir die Frage mal so. Wie unterscheiden sich Hunde von Katzen bei Fasal Brüchiger Frieden? Beziehungsweise der schwarzen Katze. Da kann sicherlich jedes sehr tief drin einsteigen. Ja, ich versuche es nicht zu tief zu machen, sonst kann das länger dauern. Also regelseitig funktionieren die natürlich erstmal ziemlich ähnlich. Die Hunde haben Zugriff auf ein paar Vor- und Nachteile, die Katzen nicht haben, und umgekehrt. Sowas wie zwanghaftes Sabbern ist jetzt eher was man bei Hunden, also es gibt eine Handvoll Katzen, weil das möglicherweise auch der Fall sein mag, aber das kennt man eher von Hunden, deswegen ist es ein klassischer Hundenachteil, so als Beispiel. Aber ansonsten funktionieren die mechanisch, also auf dem Spieltisch exakt genauso. Die haben ihre eigenen, Ahnen, wobei das aus der Hundeperspektive keine Ahnen sind, sondern göttliche Wesen, weil natürlich Hunde eine klare Hierarchie haben und es gibt da was weit über ihnen, das sind die göttlichen, und es gibt etwas, was weit unter ihnen ist, das sind die Katzen, und es ist nicht so dieses sie sind Teil von uns, wie man es bei den Katzen kennt, die halt ihre Ahnen verehren, die aber ein Teil von ihnen sind und die eigentlich auch nur tolle Katzen sind. Das heißt, die haben ihre eigenen, übernatürlichen Fähigkeiten. Ansonsten regelseitig, allein schon der Spielbarkeit wegen natürlich, ist es, also da tut sich nicht viel. Wir haben einige Professionen, die auch nochmal eigentlich nur für Hunde gedacht sind und so weiter. Was den Hintergrund angeht, Fasar ist zwischen Katzen und Hunden quasi dreigeteilt. Im Norden haben sich drei große Katzenrudel etabliert, wobei die in beständiger Bewegung sind sozusagen. Also da ist ein ständiges Hin und Her, wer gerade Anführer ist und so weiter, weil es halt Katzen sind. Da geht es halt so ein bisschen drunter und drüber. Im Süden gibt es ein relativ großes Gebiet. Da haben sich Hundeclans breit gemacht. Das sind klar hierarchisch strukturierte Gruppen von, also Hunderudel de facto, auch wenn sie es selber nicht so nennen, mit Ritualen und Traditionen und einem sehr starken Ehrverständnis und eigenen, so Clankämpfern, ja, die Mukatilin, auf die man halt auch sehr viel, die auch sehr viel Wert legen, auf Auftreten und auf entsprechendes Umgang miteinander und Etikette und sowas. Und dazwischen, das ist so die Zwischenstadt, das ist so die neutrale Zone,
Da mischt sich das alles. Da haben beide Seiten erstmal nominell nichts zu sagen. Da gibt es auf einer Seite erstmal die Fennec, die da ihren Markt haben. Das ist Fengs Palast. Und die da entsprechend auch so ein bisschen die Strippen ziehen. Mhm. Und diverse gemischte Rudel aus Hunden und Katzen und Fennec und natürlich den Mungos, die sowieso alle irgendwie so ein bisschen dazwischen sind. Die Mungos sind da so was ganz Eigenes. Und dadurch hat man eben so eine große Mischzone. Das heißt, wenn ich das spiele, kann ich entscheiden, ich spiele nur Katzen, ich spiele nur Hunde oder es wird Licht, man spielt eine gemischte Gruppe. Ja, also man kann auch unglaublich reaktionär sein und sagen, ja, nee, Katzen mag ich nicht. Oder man kann halt sagen, ja, Hunde, Katzen ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die machen, was sie sollen. Hauptsache, sie laufen auf zwei Beinen. Genau, so ungefähr. Ja, sehr schön. Ich wollte an der Stelle vielleicht noch ganz kurz anmerken, wenn ihr Fragen oder dergleichen habt oder irgendwas wissen wollt, auch speziell zum Crowdfunding, schreibt sie in den Chat, die werte Kollegin dort auf der anderen Seite, die Katharina, schaut rein und schreibt mit und nimmt die Fragen auf. Also wenn irgendwas ist, kann sie das direkt hier den Expertinnen und Expertinnen zuführen, wenn man so möchte. Gut. Man diskutiert übrigens darüber, dass man für die Kara und dich, Jens, die Deepfake-Technologie hätte verwenden können, um das sozusagen über dein Gesicht zu legen. Was? Also das, kennst du das nicht? Diese nee, also was Deepfake, das weiß ich, aber was man drüber legen möchte, ist die Frage. Ja, ne, also auf dein Gesicht, Karas Gesicht, damit es so aussieht, als wärst du gar nicht da. Also nur zur Erläuterung, ja, warum ich diese alberne Katze auf dem Kopf habe, das ist nicht meine Entscheidung. Es wurde ja festgelegt, und ich möchte betonen, es wurde festgelegt, nicht ich habe festgelegt. Was, es wurde festgeklebt? Nein, festgelegt auch, geklebt auch, alles. Es wurde festgemacht auch, dass ich Katzenohren während des Let's Plays tragen soll. Man hat mir aber keine zukommen lassen. Ja. Ja, das, also, ja. Ja, Asche, Haupt und so, ne? Ja. Nee, Katzenohren aufs Haupt, Jens, ja, nicht Asche. Ganz genau. Und deswegen habe ich das nächstgelegene genommen, nämlich eine Katze mit Ohren. Na gut, Punkt an dich. Jemand fragt, meine Katzenohren liegen da drüben auf der Couch. Ja, genau. Ich meine, also, natürlich. Die müssen nur im Bild sein, ja? Man muss genau. Die gar nicht aufhaben. Ich habe meine hier hin. Ja. Sehr schön. Gut. Wir haben so ein bisschen drüber geredet, was kommt neu dazu, was für Spezies kommen neu dazu, was für Professionen. Du hattest das eben erzählt, dass die eigentlich nur für die Hunde gedacht sind. Das heißt aber, ich kann sie durchaus theoretisch als Katze spielen, auch wenn das vielleicht hintergrundtechnisch nicht passt, oder? Teils, teils. Also der Mukatil, also der Clankrieger, das sind Hunde oder Mungos. Da gibt es keine Katzen bei, weil das Hundeclans sind und das wäre ein sehr seltsamer Hundeclan, wenn die ihre edelsten Krieger Katzen sind, dann ist irgendwas schrecklich schiefgelaufen. Es gibt die ganzen Pillendreher, das sind Duftalchemisten, die Düfte in Tonkugeln einfangen, die man dann so ein bisschen wie Heiltränke konsumieren kann, man zieht sich halt durch die Nase rein. Das ist nicht ganz so überraschend, eher so ein Hundeding, weil die allgemein so auf Gerüche und Rumschnüffeln stehen. Das ist auch eines von deren Hobbys, so Düfte beschnüffeln stundenlang und das irgendwie total cool finden. Aber es gibt da auch Katzen bei, die das machen. Es sind weniger, aber die lernen halt quasi von den Hunden dazu. Auch wenn die Katzen das so natürlich niemals behaupten würden. Ja, natürlich. Sie wissen das eigentlich schon. Sie wollen nur erstmal schauen, was die Hunde so machen. Genau, sie haben es eigentlich erfunden, natürlich selber. Die Hunde haben von den Katzen gucken, ob sie es auch können. Genau. Ja. Sie wollen ja nichts verraten vorher. Ja. Gut, vielleicht noch mal so ein bisschen, ohne dass wir jetzt zu viel spoilern wollen, noch einen kleinen Ausblick aufs Crowdfunding. Wir haben ja noch so ein paar Sachen, die da durchaus je nach Erfolg freigeschaltet werden können. Die erste Grenze haben wir sogar schon erreicht, nämlich, wir sind bei fast 20.000. Uff. Krass. Das ging ja so mal schnell. Ich habe gerade mal kurz nicht hingeguckt. Denk mal an nichts Böses, zack. Ja. Wollen Leute Sachen von einem. Es wird zum Beispiel die Ruinenstadt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Zamora. Oder doch Chamora?
Samurai, schon richtig. Das Haar verleitet so. Die wird natürlich noch genauer beschrieben in Jenseits der Türme. Das heißt, da kommt noch was dazu. Und ohne jetzt zu genau darauf eingehen zu wollen, vielleicht gibt es ja auch noch so ein oder zwei Stretch Goals, wo da noch so ein paar Sachen freigeschaltet werden können. Vielleicht, ganz eventuell. Ganz eventuell. Könnt ihr dazu schon was sagen? Wollt ihr dazu schon was sagen? Könnt ihr vielleicht so einen Teaser geben, was da noch so ist, was man da so noch beleuchtet? Also ich sag mal so. in der Region um Fasar herum gibt es einige Orte, die thematisch für Katzen nicht ganz unwichtig sind. Und da gehört Zamora mit dazu. Und da gibt es auch gerade in der Region um Zamora herum gibt es auch noch andere schöne Dinge, die man durchaus, glaube ich, ansprechen könnte. Gebäude. Steine, Sand, Kakteen, Palmen, Eidechsen und Schuppentiere. Also, es ist vorgesorgt sozusagen. Das, es gibt was mehr Content hinzu, wenn die Leute spendabel sind. Genau. Ich weiß ja Dinge, von daher bin ich voller Vorfreude und gespannt, wie ihr das so findet da draußen. Es wird schrecklich schön werden. So, jetzt gibt es hier kurz Alarm, weil das Crowdfunding so gut läuft. Und gut, ich würde vorschlagen, wenn jetzt nicht noch irgendwelche super dringenden Fragen im Chat kommen, die ihr unbedingt gestellt haben wollt oder beantwortet haben wollt, vielmehr, dann können wir, außer ihr möchtet beide noch irgendwas sagen, oder ihr drei, Katha, ich weiß nicht, ob du irgendwas bekommen hast zwischendrin. Ja, eine Frage tatsächlich, was denn neben Havena noch zur Auswahl oder neben Fasar noch zur Auswahl stand an Örtlichkeiten mit Blick auf was in Zukunft vielleicht dann noch kommt? Gareth, Maraskan. Ganz klares, wir enthalten uns, ansonsten wären wir noch so, aber ihr wollt das doch so gerne, los. Daher enthalten wir uns da. Es gab ein paar Örtlichkeiten, teilweise größere Städte, teilweise kleinere Städte oder auch Regionen ohne Stadt. Das war auch eine der Möglichkeiten, aber da wollen wir natürlich nichts vorwegnehmen. Ja. Also gut. Ich glaube, Schildkröten hat man sich auch noch gewünscht. Ja, Schildkröten. Ich will irgendwann. Ich mir auch sehr spannend vor. aber gut, wollen wir da nicht zu lange niedrige GS, hohe Panzerung. Oh ja. Oh, Geschwindigkeit, ja. Du kennst meine Schildkröte nicht. Wenn irgendwann im Sommer bringe ich die mal mit, beziehungsweise ich wohne ja jetzt dann da, dann musst du mich besuchen kommen, dann kannst du mal meiner Schildkröte wirklich beim Rennen zugucken. Also die ist schnell, wenn sie will. Ja. Das geht. Hast du schon mal darüber überlegt, sie beim Schildkrötenrennen anzumelden? Ich glaube, dazu ist sie faul. Ich würde mich nur angucken, echt jetzt? Also ich sag mal so. Selber. Im Bestiarium ist zumindest eine Schnappschildkröte drin. Und das sind echte Arschgeigen. Ja, also mein Roger hat einmal eine andere Schildkröte gesehen in live. Der hat irgendwie Angst bekommen vor der und es hat die Beine wirklich in die Hand genommen und so schnell rennen habe ich ihn wirklich noch nie sehen. Also ein Augenzwinkern und du hattest den aus den Augen verloren. Das, wenn die wollen, können die echt. Das ist schon krass. Ja. Faszinierend. Gut, bevor wir uns zu lange über Geschwindigkeiten von Schildkröten unterhalten, eine Frage noch, die vielleicht, wir haben natürlich auch viele DSA-Fans hier, da ist die Frage, kann man Fasar auch als Regionalspielhilfe für DSA benutzen? Nein. Abgesehen, dein Mensch interessiert sich sehr dafür, was Hunde und in der Nähe des Fex-Tempels zu treiben, beziehungsweise oder in der Zwischenstadt oder was für ein krasser Fisch am Gardang verkauft wird von Katze XY. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Also ich sag mal so, wenn man wissen möchte, was für ein Haustier Tomegatherion hat, dann ist das sicherlich the place to be. Aber ich kann keine Empfehlung. Ich würde sicherlich gerne, allerdings wäre da wahrscheinlich viel mehr Absprache mit der DSA-Redaktion vonnöten und die haben ganz andere Projekte am Start gerade. Und außerdem wollen wir einer
vielleicht eventuellen Stadtspielhilfe von Fasan nicht schon mal irgendwelche Sachen vorwegnehmen. Genau, das heißt, diese Betrachtung von Fasar ist eher aus Katzen, also was heißt eher vor allem aus Katzen und Hunde und Mungo und Fennec-Perspektive geschrieben. Genau. Das ist der Zweck der Übung. Ich meine, du kannst gerne diesen Take von Fasar in dein DSA einbauen, aber es ist dann halt eine sehr andere Sicht auf die Welt. Gut, es ist, man weiß ja nie, vielleicht haben ja manche Leute Lust, das, also es gibt ja hier, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, vielleicht das auf Menschen bezogen, die dann so durch Fasar laufen. Es gibt. Nein, ich drifte schon wieder ab, ich sehe es schon, Und Wege, als menschlicher Charakter da unten zu landen, ja. Gut. Ich will jetzt spielen. Okay. Ich habe hier noch 30 Fragen, aber wenn wir. Nee, ich will jetzt spielen. So, sonst schmoll ich und geh schaukeln. Das ist ein Argument. Das muss ich auch mal ausprobieren. Genau, wenn ihr noch sonst Fragen habt oder sowas, könnt ihr uns natürlich über gängige soziale Medien erreichen und oder Discord und oder Mail, feedback@ulysses-spiele.de. Schaut da mal rein. Ansonsten, ich poste gleich nochmal den Link fürs Crowdfunding in den Chat und würde jetzt einfach sozusagen meine Moderationsrolle so übergeben an dich, Nadine. Ich nehme sie, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich nehme sie. Ja, gut. Ich glaube, es hat durchschnittlich geklappt. Ah, großartig. Also du bist hier irgendwo links, ja, dann weiß ich ja, warte, wo ist mein Knüppel? Da ist mein Knüppel. Da weiß ich ja, wenn ich nicht hauen muss. Ja, ja, genau, nach da. Perfekt. Sehr schön, genau. Bitte nicht mich treffen, Nadine. Was? Ja, ja, da sitze ich. Ich bin kein Landochs, Knüppel groß. Gut. Gut. Ich bin silent. Dann trete ich jetzt in den Vordergrund. Wir sind im wunderschönen Fasan. Naja, wunderschön ist relativ. Schließlich ist es schon seit Tagen verregnet und leicht stürmisch. Und das ist nicht unbedingt die Art von Wetter, die ihr persönlich bevorzugt. Deswegen haben sich eure Aktivitäten aktuell eher nach drinnen verschoben. In diesem Falle, in eurem Falle, eher in Richtung des Fischmarktes, der einen kleinen Keller darstellt in den unteren Gefilden nahe des Fischerortes. Ihr habt in euren Nasen den Geruch von geräuchertem Fisch, der hier feil geboten wird. Einige Katzen schreien umeinander und versuchen einander zu überbieten mit ihren Was? Nein, bei mir kriegt ihr das für 3 Mondglöckchen. Was? Das ist ja Wucher. Bei mir kriegt ihr das für 2 und ich lege sogar noch einen Fisch drauf. Also Marktschreier an jeder Ecke und ihr geht euren eigenen alltäglichen kleinen Dingen nach. Zum Beispiel, du Horatio hast draußen in der Umgegend von Havena einige gute Wieselfälle erlegt und dachtest dir, gut, wenn das Wetter nicht so mitspielt und so auf Regen hast du draußen eigentlich nicht unbedingt Lust, dann gehst du das doch einfach mal ein bisschen zum Mondglöckchen machen und hast so einen kleinen Schank über die Schulter geworfen. Und warst gerade am Feilschen mit einem der Katzen dort, der dich mal wieder versucht, über den Tisch zu ziehen. War hier, man sieht doch noch das Loch, wo du den Pfeil durchgeschossen hast. Hier, da, ich kann so meinen Finger durchstecken. kannst du nicht mal irgendwie von hinten so genickt wirken, da sind auch keine Löcher drin. Ich hab den erwürgt mit eigenen Händen. Hallo, das ist kein Loch. Das muss so, es sind Beschleunigungslöcher. Ach, hast du dann vielleicht bitte auf dem Weg hier so ein bisschen dran rumgekaut, oder was? Nein! Wer macht denn sowas? Ah, doch, ich sehe das doch. Halt mal deinen Zahn daran. Nein, das ist immer noch mein Fell. Ich kann das gerne machen, sobald es dein Fell ist. Er legt dir die Mondglöckchen hin, die du dafür gefordert hast, Zähne knirschend. Geht doch. Während du
Kopie irgendwo da hinten dich gerade daran machst, jemand anderen einen Zahn zu ziehen, weil jemand ganz, ganz schlimme Zahnschmerzen hat. Und Gigi neben dir, ein guter Freund von dir, gerade dein Assistent ist. Zange, Tupfer. Hier? Und dir immer wieder Dinge anreicht. Das ist bestimmt richtig so. Du wolltest doch jetzt den Hammer, oder? Kupi ist gerade voll beschäftigt mit seiner Operation. Ja, ich habe hier Forschungssachen, die... Was wollt ihr denn von mir? Du wolltest das Werkzeug für den Zahn. Ja, es tut hier ganz weh da hinten. Ja, ja, ach, kleine Katze, ja, die auf so einem kleinen, die aus so einer kleinen Plakette gerade, die aus so einer kleinen Kiste sitzt, nach hinten gelehnt gegen so ein Kissen und den Mund ganz weit aufgerissen hat. Ach ja, der Zahn, ja, der Zahn. Ich tapse mal so rüber. Zange. Hier. Ich dreh mich um. Ist da jemand? Zange. Ich stehe neben dir. Dir wird eine Zange gereicht. So, dankeschön. Bitte. Ja. Und jetzt mal ganz fest, zusammenbeißen ist schlecht. Nicht zusammenbeißen, auf keinen Fall zusammenbeißen. Was soll ich denn jetzt aufmachen, zusammenbeißen, sag mal. Nein, aufmachen, und hey, Gigi, gib mal Pfote. Zuschlagen? Nein, festhalten, zieh doll, festhalten. Oh, okay. Und ich zieh den Zahn einfach raus. Er hat sich gerade an deinem Assistenten festgehalten und in dem Moment, wo du ziehst, fahren die Krallen raus und rammen sich in die Und da ist er schon. Oh, widerspenstiges, kleines Biest. Hat kaum wehgetan. Oh, sag ich. Ja, ich hab ihm ein bisschen mehr wehgetan. Willst du ihn behalten? Soll ich ihn einpacken? Oh ja, ja, ist eigentlich ganz nett. Ich nehme ihn. Gut, hier, pack mal ein. Ich versorge noch die Wunde. Und hier ein bisschen Würselkraut. Kau da einfach ein bisschen drauf rum. Am besten nichts Festes essen die nächsten paar Stunden. Nur ein bisschen Sahne, Milch, sowas halt. Und wenn es nicht besser wird oder wenn irgendwas sich entzündet oder schlimmer wird, dann kommst du noch mal vorbei. Er nickt. Oh ja, auf jeden Fall. Danke. Er legt dir ein Mundglöckchen auf den Tisch. Und du kannst förmlich dabei zusehen, wie diese Wange immer dicker wird, während ihr miteinander redet. Und immer weiter anschwillt. Ich spüre schon kaum mehr was hier. Mach's am besten kühl. Oh, Wasser. Okay. Ja. Aber es sollte bald besser werden. Der Zahn ist jetzt draußen. Oh, okay. Die Katze tapst so langsam davon. Und just bei diesem Schrei, wo der Zahn gezogen wurde, ein Geräusch, das man meistens nur hört, wenn Kupi hier auch auf dem Fischmarkt unterwegs ist, das auch an Horatios Ohren dringt. Was? Ja, ich. Ah! Oh, ja, Gott, der Schrei. Ja, ich guck mal. Vielleicht ist was Lustiges. Ja, was Lustiges auf jeden Fall. Eine Katze mit einer sehr, sehr großen Wange zu betrachten, die gerade von Kupi, einem guten Freund von dir, gerade weggeht. Offensichtlich hat er wieder sein Werk getan. Na, ein Zahn weniger. Oh, ja, ich. Aber jetzt muss ich mal was Kühles suchen. Ja, keine Sorge, das ist in 3-4 Monaten ist das weg. Da sieht man das kaum mehr. Ah, Juliane! Naja, muss ja, also bei Hamstern dauert es noch länger. Hamster? Horatio! ja. Er wollte dich nur aus der Situation retten. Okay, ja, ich winke kurz und unterhalte mich mit der Katze weiter. Einfach nicht so viel lachen, dann. Er akzeptiert, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht wollte er auch nicht gerettet werden. Das liegt im Rahmen des Möglichen. Definitiv. Gut. So, was wollten wir jetzt nochmal hier?
Ihr seid auf dem Fischmarkt, das ist ein alltäglicher Tag. Bei dir hat sich schon wieder eine kleine Schlange gebildet mit Wehwehchen, als ihr da in eurer lustigen Runde steht. Und auf einmal ruft jemand von der anderen Seite des Fischerortes über den Regen hinweg, der draußen auf die Straßen prasselt: Hilfe! Hilfe! Und kommt in eure Richtung gelaufen. Aber eigentlich versucht er sich offensichtlich in alle Richtungen. Einige gucken, einige versuchen es aktiv zu ignorieren, weil sie offensichtlich gerade viel Wichtigeres zu tun haben. Ist das ein Notfall? Philipp, wie spricht man deinen Kater aus? Gigi, oder? Gigi, genau. Gigi. Notfall oder soll sie sich hinten anstellen? Ich gucke so hinter mich, ob irgendjemand anders gemeint ist. Wer streit hier überhaupt? Ich kann mich nicht konzentrieren bei dem Krach. Hier ist so laut. Er schaut mal nach. Du schaust mal nach und läufst dieser Katze, die gerade Hilfe suchen und einige Leute antastend in die Schulter, einige ziehen ihre Schultern so weg, so, stör nicht. Und als du förmlich so offen auf ihn zugehst, packt er dich direkt an der Schulter. Im Hafenbecken! Ich schau nur hinter. Ich hab mich auch nicht durchgeschüttelt. Im Hafenbecken ertrinkt eine Katze! Und warum macht ihr nichts? Ich kann nicht schwimmen! Das klingt kann ja schrecklich. Nun, dann muss jemand helfen! Ich würde sagen, das ist ein Notfall, oder? Oder gibt's hier doch was Schlimmeres? Lauf! Los! Meine Pfote ist verstaucht, meint der, der jetzt so eine halbe Stunde vorne steht. Oh ja, okay, gut, ich schau mir das mal an. Ich schau mir mal die Pfote an. Ich renn zurück zu Kuppi und so, schnell, wir brauchen dich! Notfall! Wofür braucht ihr mich? Da ertrinkt jemand! Ach so, ja, Entschuldigung, ich muss zum Ertrinken, also nicht ich muss zum Ertrinken, also ich, ja, ich bin gleich wieder da. Und ich gehe mal ertrinken. Also nicht ich gehe ertrinken, sondern ich gehe zum Ertrinken, denn, ja, jetzt sag. Ich geh mal mit, vielleicht kann man looten. Vielleicht gibt's was zu gucken, alles klar. Wo ist der nur gelandet? Ja. Nachdem dein Assistent dich so forsch darauf aufmerksam gemacht hat, dass da draußen offensichtlich jemand Hilfe braucht und ein anderer auch die ganze Zeit um euch rumspringt und sagt, oh ja, wir müssen schneller machen, es sah schon ziemlich akut aus, lauft ihr raus in den Regen und werdet so ein bisschen nass gespraddelt. Ihr versucht so unter den Dächern durchzulaufen. Da drüben habe ich ihn gesehen. Und ihr steht an einem der Decks des Fischerortes, so gen Norden, gen Hafen, wo auch so ein paar kleine Ruderboote, ein paar kleine Fische so vor dich herdümpeln. Und da drüben! Oh! Ihr seht im Wasser nur noch so ein bisschen braunes Fell. Oh nein. So, schwimmen, kein Gesicht oder so, hat sich offensichtlich schon so ein bisschen umgedreht. Gigi, da trinkt jemand. Akutes Ertrinken, ich bin ganz deiner Meinung. Tragisch. Kannst du ihn rausholen, da so? Muss ich? Naja, ich, du weißt schon, mein langes Fell, das dauert wieder ewig, bis es trocken ist. Also ich will ja nichts sagen, aber also ich kenne Biber, die nicht so lange Luft anhalten können. Ich schubst Gigi rein. Bevor du dich, bist du da gerade noch so am Überlegen, so, spring nicht, ich will eigentlich springen und schon von hinten kommt so eine Pfote. Das hat er nicht gewollt. Es gibt ein mächtiges Flatsch, als, du warst eine Noala, oder? Ja. Ich dreh mich dann so ein mächtiges Flatsch. Ich dreh mich dann so Ratio, er kann doch schwimmen, oder? Ich gehe so einen Schritt von dir weg, bestimmt. Wir hoffen alle, dass du schwimmen kannst. Mach doch mal eine Körperbeherrschung, ob du schwimmen kannst. Uiuiuiui. QS2 sogar. Oh! Vielleicht ist es der Wille zu helfen, der dich hier beflügelt. Ja, lehn dich einfach nur zufrieden zurück. Du hast allen Grund, zufrieden zu sein. Mach Rückenschwimmer.
die gewaltige Nuala-Katze, deren Fell sich jetzt auch schon ganz schön vollgesogen hat. Und anstatt dich so aktiv nach unten zu ziehen, nein, du bringst alle Kraft aus, um dich nach vorne zu arbeiten, um dich an diesen kleinen braunen Körper heranzuarbeiten. Und du beißt einmal beherzt ins Fell, um deine Arme frei zu haben. Ja. Und paddelst wieder gefolgsam zurück. Du merkst, okay, dein Mund bewegt sich jetzt nicht gerade viel. Du hoffst, dass es einfach nur ohnmächtig ist. Das wäre gut. Ansonsten, naja, du willst es dir nicht ausmalen. Und just in diesem Moment kommst du dann auch wieder auf die Beine und versuchst dich so am Hafenbecken wieder hochzuziehen, was mit jemandem im Maul weniger einfacher ist, als du dir es so vorgestellt hast. Hilfe! Ich leg mich mal so an den Rand vom Hafenbecken und versuch ihn so hoch zu angeln. Okay, du angelst mit deiner Pfote danach und kriegst dann auch so ein bisschen Stoff zu greifen von den Klamotten, die das Wesen trägt, was dein lieber Freund Gigi da hat, und ziehst es einmal so hoch. Es ist tatsächlich leichter, als du es gedacht hättest. Könnte eine Ratte sein. Könnte eine Ratte sein, aber eine Ratte mit Klamotten wäre auf jeden Fall mal was Neues. Hm. Aber irgendwie vielleicht auch nicht so weit von der Realität weg. Flatsch, so ein nasses Ding landet auf dem Pflasterboden des Hafens. Ja. Und ihr schaut nicht schlecht, als es sich nicht um eine Katze handelt. Ich pack mal meine Wolldecke so aus und drehe mich so ein bisschen erst im Rücken hin. Und wenn ich mich dann so umdrehe, erschrecke ich mich leicht, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass es keine Katze ist. Meine Haare stellen sich auf und dann, das ist ja gar keine Katze. Sie riecht also wie eine Katze. Also so, es ist komisch, es ist so ein langer, langer, langer brauner Körper mit sehr scharfen Krallen, die offensichtlich man komischerweise nicht einfahren kann. Auf jeden Fall sind die einfach so locker, so schön die Krallen. Und es ist eine ganz, ganz lange Nase mit einer rosigen Nase vorne dran, so ganz kleine, knubbelige Ohren und ganz komisches, borstiges, dichtes Fell. Und trägt auch eigentlich ganz komische Klamotten. So sieht das aus, als würde derjenige eine Schlange tragen. Also ganz komisch. Weiß ich, was weiß, das ist? Nein, Gigi weiß, was es ist. Eindeutig, das erkennt man hier, ein Drache. Ich schau dich mit so einer gelangweilt gehobenen Augenbraue an. Nein, ist es nicht. Ich hab mal von einem Drachen geträumt. Ich sag dir immer wieder, du sollst mehr in den Büchern büffeln. Aber dann würde das, nicht sowas unqualifiziertes Drachenfell. Nein, das ist Drachen haben gar kein Fell. Das ist kein Drache. Ist der jetzt tot oder ist der jetzt tot? Ich stufe da mal so gegen. Ich versuche mal den Puls zu fühlen. Okay, ein sehr guter Anfang. Kupi greift einmal beherzt nach der Hand und fühlt einmal, du weißt dann ganz genau, also okay, auch wenn es jetzt nicht so wirklich eine Katze ist, du fühlst einmal, das müsste eigentlich hier, da, ja, ein ganz schwacher Puls. Okay, nee, das ist so kurz vor, ein bisschen kurz vor aus. Ach du meine Güte. Schnell, Wolldecke auf den Bauch drehen und auf den Rücken klopfen. Das Wasser muss raus, das Wasser muss raus. Alles raus, was keine Miete zahlt. Alles klar. Ich hau mit meinen Pfoten drauf. Sachte, nicht brechen. Spuckt der Wasser raus? Also, während Gigi so beherzt auf dem Rücken des Wesens trommelt und du es aufrecht erhältst und Horatio offensichtlich die gute Show bekommt, die er sich erhofft hat. Hier ist immer was los in Havena. Ein Wahnsinn. Ein unglaublicher Wahnsinn. Und auf einmal hustet das Wesen. Wir haben ihn zurück. Wir haben ihn zurück. Was auch immer er ist. Die kleine Katze neben euch so. Hey! Gut gemacht. Gut. Ich habe mich schon ziemlich schlecht gefühlt, dass ich nicht helfen konnte. Aber dann wart ihr ja genau die Richtigen. Was ist das überhaupt? Ist das ein Gefühl? Nächstes Mal müsst ihr uns aber früher holen. Das geht so nicht. Das war ganz schön knapp. So. Das Pirunsbärchen guckst auf seine kurzen Beine. Ist das Diskriminierung? Nein, ihr müsst einfach nur schneller laufen. Oh.
ja, das fremdartige Wesen sitzt so halb aufrecht, stützt sich mit den Armen ab und hustet noch ein bisschen Wasser auf das Pflaster. Ich pack's mal so in die Wolldecke ein. Oh, danke. Der Kopf ruckt rum und nicht weniger erschreckt als du offensichtlich bei dem Anblick dieses Wesen warst, erschreckt es jetzt. Es ist ein Sprachwiesel. Davon habe ich geträumt. Sind das nicht Drachen? Da habe ich auch schon mal von geträumt. Die sehen aber anders aus. Erkenne ich das aus irgendeiner Buchzeichnung oder so, was das sein könnte? Also ich schätze mal Frettchen oder so, aber... Du könntest dir mal überlegen, so Tierkunde. Das ist aber ganz schön schwer, so für eure, sagen wir mal, Breitengrade. Ich würde es erschweren um 6. Okay. Nee, leider nicht geschafft. Eindeutig ein Drache. Ja, Gigi, vielleicht hast du doch nicht ganz unrecht, auch wenn ich noch ein bisschen am Zweifeln bin. Ich hab's euch gesagt, man erkennt es an dem Fell. Vielleicht fragen wir es einfach. Hallo, dieser hier heißt Gigi. Bist du ein Drache? Unsere Sprache? Kannst du uns verstehen? Ja, natürlich. Meine Güte. Sprechen hier alle so langsam? Ich erschrecke mich wieder. Es kann reden. Es? Sie? Willkommen, Fremder. Wir kommen in Frieden. Das Wesen schüttelt den Kopf. Ich grüße euch auch. Wie ist das hier? Havena? Havena. Ja. Spricht man das so aus? Na gut. Dann grüße ich euch auch. Mein Name ist Selima. Gigi grüßt Selima. Kupi, Professor Kupi. Hallihallo, Horatio Bibabis. Du hast sicherlich schon von mir gehört. Nein, leider nicht. Es tut mir sehr leid, wenn ich das hätte, wenn das der Fall gewesen sein müsste. Ah. Ja, natürlich, ich bin berühmt. Ah. Titi hat eine das Frage. Ist gut für euch. Titi hat eine Frage. Und zwar möchte er gerne wissen, ob das normal ist, dass du hier immer im Wasser, also ertrinkst du immer? Was ist das für eine... Nein, natürlich nicht. Ich... Doch, kein Drache. Mein Schiff ist letzte Nacht in einen fürchterlichen Sturm gekommen. Oh, habt ihr... Das Wesen schaut sich um. Habt ihr meinen Freund irgendwo gefunden? Bestimmt. Ich schaue mich mit um. Ich war nicht alleine unterwegs. Faruk ist mitgekommen. Nein, ich zähle nur 1, 2, 3. Nein, ich sehe nichts. Ihr habt also niemand anderen noch aus dem Wasser gefischt? Mm-mm. Also nichts, was sprechen könnte zumindest. Ich kann auch gar nicht so gut angeln. Ich kann besser heilen. Angeln ist nicht so mein Ding. Außer ist Faruk ein Biber? Nein. Oder ein Fisch vielleicht? Nein, glücklicherweise für ihn nicht. Ja, dann scheidet der Fischmann auch aus. Titi hat auch noch nie gehört, dass Drachen sich mit Fischen anfreunden. Warum sagt ihr die ganze Zeit, ich sei ein Drache? Na, ihr seid doch ein Drache. Ihr habt doch genau diese Haut da. Was? Schlange, nicht Drache. Die machen diesen Quatsch mit der Zunge. Ich bin aber auch keine Schlange. Ich jage Schlangen. Ich bin der Mungo. Nicht gehört. Ich dachte, du bist Dingsbar. Simba? Selima. Ich war nah dran.
warte, sind Mungos Katzenarten? Ähnlich vielleicht. Möglich. Wahrscheinlich. Oder deswegen verstehen wir uns vielleicht auch. Ich hole mein Notizbuch raus und fange an, ihn abzuzeichnen und Sachen dazu zu kritzeln. So Fragezeichen Katzenverwandtschaft. Sie ist verwirrt, wirft sich aber nach kürzester Zeit auf einmal in Pose. Daher weht der Wind. Aber das ist ja. Das habe ich bei Menschen auch schon gesehen. Das Was? Ist ja wirklich sonderbar. Ihr habt wirklich nichts gefunden. Das macht mir wirklich sehr Sorgen. Vielleicht ist da noch irgendwo da draußen auf dem großen Gadang. Gadang? Ja, der ist ziemlich groß. Also ungefähr, ich habe mal einen gesehen, der war mindestens so. Gadang? Moment, ist der Gadang, der ist doch... Was Nein, ist der kleine schmale Gadang, der fließt dann irgendwann in einen größeren und der fließt dann in einen ganz großen Gadang. Ja. So sind wir auch hierher gekommen. Mhm. Über den Gadang. Ich dachte, ihr seid mit einem Schiff hierher gekommen. Deutet raus auf den schwarzen Spiegel. Ich dachte, ihr seid mit einem Schiff hierher gekommen. Ja, ich muss eine Verwechslung vorliegen. Nein. Hat ein Gadang Schuppen? Nein. Er ist ziemlich nass. Dann vielleicht er ist so denn freiwillig nass? Es gibt so diese mit dem Panzer auf dem Rücken. Ah ja, diese Panzerdrachen. Davon habe ich gehört. Habt ihr eine leichte Fixierung? Nur eher. Vielleicht. Sinema greift in ihre Tasche und holt so ein paar nasse Sachen raus. Eine total patschige, nasse Frauenfeder und auch so ein bisschen so eingerollte Haut von Echsen. Wollt ihr euch das hier verdienen? Drachenhaut. Ich schaue mir das mal genauer an. Wofür? Na, den gibt's aber nur. Es ist wirklich schöne, grün schimmernde Haut. Genau ähnliches, was er auch trägt. Und ja, das könnt ihr euch verdienen, wenn ihr meinen Freund findet. Das wäre perfekt für meine Forschungen. Gigi, suche seinen Freund. Los. Moment. Du hast keine Freunde, du hast eine Bedienstete. Moment. Wenn, dann macht ihr das zusammen mit Gigi. Allein macht ihr das nicht. Na gut, aber ich gehe nicht ins Wasser, ich gehe nicht schwimmen, ich gehe nicht weit laufen, ich gehe nicht und erzählt so eine wirklich endlos lange Liste auf von Dingen, die er nicht tun wird. Um nochmal darauf zurückzukommen, du suchst also diesen Turak. Genau, und der ist auch ein Gadang? Er kam auch über den Gadang. Auf dem gleichen Schiff wie ich. Wir haben uns zusammen auf die Reise gemacht. Er ist ein ganz weißer Albino. Relativ einfach, leicht rötliche Augen. Relativ einfach zu erkennen. Und ungefähr so groß. Er zeigt so ungefähr Aranierhöhe. Und er trägt recht dunklen blauen Stoff mit schönen weißen Mondornamenten. Dementsprechend sollte er hier eigentlich auffallen, wenn ich mir... Der Mungo schaut an euch hoch und runter, wenn ihr mich euch hier so ansehe. Und kann er denn schwimmen? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe es sehr für ihn. Aber ich konnte auch nicht schwimmen und habe überlebt. Ja, gerade so. Und das ist jetzt auch so ein Selima-Mungo? Ja. Aber in weiß. Ja. Ja, das und der ist schwierig. Nicht untergegangen. Nein, ich hoffe nicht. Wir könnten uns einfach mal den mal rufen. Vielleicht hört er uns ja. Selima! Nein, das ist mein Name. Mungo! Aber es immerhin funktioniert's. Ja, das hat offensichtlich funktioniert.
Feststellung, Sie hören auf Ihren Namen. Gadang, gadang. Nun gut. Ich schlage vor, vielmehr Gigi schlägt vor, wir sollten Gadang suchen. Und zwar jetzt, damit Gigi diese wunderbare Schlangenhaut bekommt. Für meine Forschungen. Für Gigis Forschung, genau. Ist egal. Was wollten wir jetzt tun? Wir gehen ein bisschen spazieren und rufen Taruk. Gadang. Faruk, F. F. Sprich mir nach. Faruk. Ja, Faruk mit F. Ah, Faruk. Okay, das schaffe ich. Hat Gigi doch gleich gesagt. Ja, ihr kennt euch aus. Geht vor. Ich meine, wo könnt ihr hier angespült sein? Im Zweifel am Wasser. Guter Punkt. Ihr schaut so über den großen schwarzen Spiegel. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sehr, sagen wir mal so, große Teile von Havena liegen am Meer. Ja, aber du musst es so sehen. Ein guter Teil davon ist diese Unterstadt. Da ist er sowieso aufgefressen worden. Da müssen wir also gar nicht suchen. Kann ich irgendwie bestimmen, strömungstechnisch, wo das, wenn das Schiff an einem bestimmten Punkt untergegangen ist, wie er von der Strömung her wo hätte rauskommen können? Kennst du vielleicht einen guten Kartografen? Bestimmt. Ich kenne viele Kätzchen in dieser Stadt. Kupi, so habe ich die noch gar nicht kennengelernt. Mal, weil vielleicht weiß man durchaus mit sagen wir mal, sowas wie Gassenkunde, wo cooler Scheiß teilweise von Menschen angespült wird, ja. Vielleicht findet man da ja das ein oder andere Glänzige und dann hat man ja vielleicht so typische Orte. Wir können die Fischerkatzen fragen. Ich denke, ich weiß, wo ich ungefähr hin muss, wo das ein oder andere Glitzerding schon mal angespült worden ist. Gigi schlägt vor, dass wir zu den Fischerkatzen gehen oder Kupi folgen. Ja, wir können ja mal gucken, wenn Kupi in die Richtung geht, wo Fischerkatzen sind, können wir das ja quasi so zusammen machen. Hm. Kupi geht auf jeden Fall in die Richtung, wo Schatzsucher sind, die immer wieder gerne darauf warten, dass das Wasser tolle Dinge ans Land spült. Überall? Dann würde ich erstmal Gassenkunde erschwert um 2 von dir, um zu überlegen, wo könnte denn irgendwas hingespült sein? Und wenn es auch nur der Körper ist. So. Gefunden heißt gefunden und das heißt haut her. Das ist eine 7 von 17. Das ist doch schon mal gut. Du überlegst, ja, sicherlich könnte man da drüben, das ist natürlich hier, ihr seid ja im Fischerort, hier sind tatsächlich überall im Ufer Fischerkatzen und da drüben ist auch gleich direkt ein sehr guter Teil, wo öfter was angeschwemmt wird. Sonst wäre wahrscheinlich euer neuer Freund hier nicht hingeschwemmt worden. Mhm. Und vielleicht hat es den anderen ja auch in diese Richtung verschlagen. Und so macht ihr euch auf den Weg am Wasser entlang, pitschpatsch, über das nasse Pflasterstein in Richtung Norden, in Richtung der Brücke von der Krakeninsel. Ja, da unter der Brücke, da müsste vielleicht das ein oder andere zu finden sein. Und auf dem Weg sitzen auch ein paar Fischerkatzen an einem kleinen Steg. Miau. Ja, sehe ich da schon Glitzerdinge? Dann würde ich gleich mich dran machen, die auszugraben. Auszugraben, aus oder, dem Wasser. Oder Kupi. Aufzunehmen. Hole Kupi ist eben doch nur ein Hund. Ich lass mich halt leicht ablenken, mein Gott. Entschuldige, Nadine. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, mach ruhig weiter. Ich wollte nur fragen, liegt da irgendwas lose rum? Mir ist gerade eingefallen, ich bin auch noch sehr, ich habe Fallzwang. Ja, gar kein Problem, da ist so ein hübscher Eimer am Zuckerbecken. Ja, super. Du bist gerade auf die Fischerkatzen zugegangen, während dein guter Freund Kupi da irgendwas aus dem Wasser fischt. Bist du einfach zu der Fischerkatze hingegangen, guckst die Fischerkatze an, schaust den Eimer an, wo die Fische sind und patzt.
Putz, der Inhalt ergießt sich wieder in den schwarzen Spiegel und die ganzen Fische, die er da drin aufbewahrt hat, strömen in alle Richtungen. Die Fischerkatze, die die Angel einfach so gehalten hat. Ja. Didi fragt, ob du zufällig so jemanden gesehen hast. Und ich deute auf Selima. Weiß nicht. Deine Fische sind weg. Kommt mir irgendwie unkooperativ vor. Ich übe noch. Ich komme mal so dezent leise dazu, so von hinten, und schubs Didi mit ins Wasser. Die Fischerkatze lacht schallend. Dich mag ich. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, wir suchen eine weiße Feldschlange. Die ist irgendwo ins Wasser gefallen. Feldschlange? Also so eine wie das da. Hallo, das da? Die da? Ich bin eine Dame, das sieht man doch. Mhm, klar. Sowas habe ich nicht gesehen. Ja, in weiß. Sowas noch nie gesehen. Was ist das denn für eine komische Katze? Was hat dich denn da denn gepaart? Das ist keine Katze. Na, zum Glück. Okay, sowas wie das da habe ich noch nicht gesehen. Aber, ich habe was Interessantes aus dem Wasser gefischt. Ja, habe ich noch nicht gesehen, du. Oratio, dir wird was gereicht, so ein kleiner Beutel. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Also sowas, das da ist ja neu und das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich guck mir das mal an. Boah, du machst den Beutel auf, schaust rein und dir kommt gleich so ein Duftspann entgegen, dass du kurz wieder zumachen musst. Ich glaube, da hat jemand reingeschissen. Ja, es ist ähnlich schlimm. Es ist irgendwie so eine ganz komische Mischung aus Gerüchen, die du hast noch nie vorher gerochen. Und die sind so stark und extrem. Die riechen irgendwie kräutrig und talgig. Oh. Es sind so, als du dann genauer durch deine leicht angenästen Augen nun da reinschaust, siehst du so ganz kleine Kügelchen. Offensichtlich wurde da irgendwas zusammengematscht und so kleine Kugeln gerollt. Ich gucke zu Dina rüber. Ist das einer eurer Kackbeutel? Nein! Oh, das ist ein Duftbeutel. Und, so kann man das auch nennen. Bitte? So kann man das auch nennen. Nein, das hat ihm auf jeden Fall gehört. Ja, dann hatten wir auf jeden Fall eine ziemlich gute Chance, dass er hier angespült wurde. Das ist ja, das ist definitiv seiner. Scheint weniger eklig für die Dame zu sein, die Mongo-Dame. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, ich bin ja tolerant. Ja, da müssen wir einfach nur ein bisschen suchen, ob wir deinen Kollegen finden. Ne, war? Naja. Die Fischerkatze mischt sich so von der Seite ein. Ja, kann man natürlich hier weiter suchen. Also wenn ich was finde, dann sei ja gerne Bescheid, ne? Er schaut so Gigi noch an, der gerade im Wasser so ein bisschen vor sich her platscht. Kichert noch ein bisschen in sich rein. Vielleicht, also wenn ihr irgendjemanden sucht, der hier angeschwemmt wurde, vielleicht, weiß er nicht, wenn es jemand verletzt ist, vielleicht ist er ja bei Mutter Mika oder so. Ich habe noch eine bessere Idee. Die ist brillant. Die ist absolut genial. Ich hätte sie träumen können. Gigi, beweg dich mal nicht. Du gehst unter, Gigi. Oh, dann kannst du gleich unten gucken, Gigi, ob er da ist. Schrei ich noch so hinterher. Und komm ja nicht wieder ohne ihn hoch. Weil ich meine, wenn die weiße Feldschlange hier also nicht geschwommen, sondern halt also einfach hier war, dann muss die eigentlich den gleichen Weg genommen haben wie jetzt Gigi, weil der Kackbeutel war ja auch hier. Das heißt, wir müssen einfach nur warten, ob irgendwann Gigi von alleine wieder hochkommt. Nein, das funktioniert so nicht. Gigi kann doch unter Wasser gar nicht atmen. Ja, und Feldschlange auch nicht. Gigi kommt auch nicht mal hoch anscheinend. Okay,
ich tauche wieder auf, nachdem ich merke, dass man so schlecht atmen kann da unter Wasser. Ja, man kann auch ziemlich schlecht sehen. Man nennt es ja nicht umsonst den schwarzen Spiegel. Und hast du ihn gefunden? Wen? Na, ja, wen eigentlich? Die weiße Feldschlange. Ach ja, die weiße Feld... Nein, den Doch. Freund von dem Mungo da. Ja, von der Bauernfeldschlange. Nee, da war alles schwarz. Der ist aber weiß. Ja. Das ist was anderes. Ich frag mal, Selina, färbt der ab? Nee, sollte er? Da weiß ich nicht, sonst könnten wir einfach nach weißen Flecken auf dem Wasser suchen. Nee, ich fürchte, das wird so in der Form nicht funktionieren. Vielleicht hart ein bisschen. Ich würde mal aus dem Wasser rausklettern. Habe ich denn da jetzt irgendwo tolle Dinge gefunden, die ich für meine Forschungen benutzen kann? Oder liegt da nur Schrott und Glitzerzeug? Ist das nicht das Gleiche? Du fummelst so ein bisschen. Also du hast ja ein bisschen was angeschaut und hast am Ende so... eine kleine, halbwegs hübsche Möwenfeder gefunden. So wirklich hübsch weiß, die ist ja aufgefallen wegen der Farbe. Ich gebe sie Chichi. Da brauche ich nicht. Vielleicht haben die Möwen die Feldschlange gefressen. Das glaube ich nicht. Er ist recht wehrhaft. Ja. Möwen auch. Erstens das und zweitens haben die immer Überzahl. Und die sind hungrig, sehr hungrig. Und gemein. Richtig bösartig. Und wenn dein Schlangenfreund hier im Wasser zu lange, ich meine, also nichts für ungut, aber ne? Und, wie kann ich mir Möwen vorstellen? Sind das sowas wie Geier, nur schlimmer? Das sind Fliegedinger. Weiß, groß und ja. Die macht komische Geräusche. Das sind wie Raben, nur anders. Ah. Vielleicht hören wir sie sogar und ich mach mal so psch, 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 psch. Nee, regnet gerade, da sind die nicht so unterwegs. Du musst eigentlich nur einen frittierten Fisch in der Hand halten, dann sind die sofort da. Habe ich also, frittierter Fisch gehört? Solch wirklich garstiges Viech möchte ich gerade nicht anlocken, aber falls uns das irgendwie weiterhilft? Nö. Also angenommen, ich wäre ein fremdes Wesen von einer ganz, ganz weit entfernten fremden Welt und würde hier an Land gespült werden. Wo würde ich hingehen? Könnt ihr mal überlegen mit, sagen wir mal, Gassenkunde. Und je nachdem, wie viel QS ihr habt, gebe ich euch ein paar Tipps, wo man sich eventuell hinwenden könnte oder wo man vielleicht ganz gute Informationen abgreifen könnt. Genau eins. QS1. Nix. Ebenfalls. Okay. Dann, Gigi, du denkst dir, hoch Mensch, da könnte man ja, also vielleicht könnte man ja mal beim sonnigen Benny nachfragen. Der kann im Generellen alles besorgen und weiß immer ganz viel, was hier in der Stadt los ist. Mhm. Und wenn hier so komische Sachen angespült werden, dann weiß er ja vielleicht schon einige Sachen davon. Das macht schnell die Runde und insbesondere als erstes ist es immer bei ihm. Und Kuppi, du denkst so, also wenn einer alles weiß, dann ist es das Orakel. Auf zum Orakel! Bevor wir zum Orakel gehen, hat Gigi noch eine andere Idee. Der sonnige Ben... Der weiß doch auch immer alles. Da könnten wir mal nachfragen gehen. Auf zum Orakel. Weil wenn der sonnige Ben es weiß, wird uns das Orakel sagen, dass wir zum sonnigen Ben gehen sollen. Ja. Das klingt schlau. Absolut. Ich kenne die alle nicht, von daher... Ja. Es wird schon stimmen. Der Mongo legt die Stirn so ein bisschen in Falten und betrachtet dich mit seinen recht sonderlichen Schlitzaugen, die im Gegensatz zu euren nicht so geschlitzt sind, sondern eher so quer, was schon recht befremdlicher Anblick für dich ist, nickt dann aber bestechende Logik.
Ja, ich bin ja auch Professor Kubi. Auf geht's zum Orakel. Ihr macht euch auf zum Orakel. Und ich gehe einfach mal straight in die falsche Richtung. Ich greife mich gerade noch so da lang. Was? Wieso? Wir wollten doch... Eben. Ach so. Ah, ja, genau. Du hast recht. Natürlich. Ja. Wusste ich. Ich wollte dich nur testen. Und ich gehe in die Richtung, in die er gezeigt hat. Gar kein Problem. Nur in die richtige Richtung gehend wandert ihr. Es dauert einige Weile und du musst auch über eine der großen Brücken gehen, die hier über den schwarzen Spiegel führen, bis ihr bei einem sehr, sehr großen Platz ankommt mit ganz, ganz vielen Linden da drauf. Und aktuell ist es natürlich wie ausgestorben. Es regnet, es ist dunkel. Die Menschen mögen bei dieser Zeit wenig draußen sein. Ihr eigentlich auch, aber ihr habt in eurem Inneren den Wunsch, ihr wollt, möchtet gerne diese Schlangenhaut haben. Und so steht ihr vor einem recht prächtigen Gebäude, so mit ein bisschen, mit so ein paar Vögeln dran, mit ein bisschen Gold und ein paar Sonnen. Und du weißt, hier auf dem Dach, da wohnt das Orakel und man muss dann da nur auf den Turm hochklettern. Ja, fange ich an zu klettern. Willst du von außen, willst du versuchen reinzugehen? Wie möchtest du das gerne machen? Ach so, gibt es da eine Tür? Ich habe das jetzt so verstanden, dass man hochklettern muss. Ach, du kannst das machen, wie du möchtest. Es gibt da kleinere Fenster, durch die du dich wahrscheinlich durchzwängen könntest. Ja, dann gehe ich dadurch. Gigi bleibt stehen und genießt den Anblick. Ja, ich habe auch die Hände in der Tasche und schaue fasziniert in diesen Turm hoch. Das will Gigi sich mal angucken, was da jetzt passiert. Dann versuch das doch mal, dich da hoch zu hieven als kleines Vierhundsbärchen. Ist das nicht einfach? Mit deinen mit Wasser vollgesaugten Fellen fängst du an, so mit deinen kleinen Pfötchen dich da... nach oben. Oh so. Da ich muss jetzt eine irgendwann mal was erfinden, was das Klettern leichter macht. Wie wär's mit nicht klettern? Die Menschen klettern auch einfach. Irgendwann werde ich das erfinden. Ich rutsche an mein nassen Pfötchen wieder runter und gebe das Ganze recht schnell auf. Nein, da bin ich, das ist, die Mauer ist zu nass. Orakel? Hallo? Gigi schlägt vor, dass wir vielleicht mal gucken, ob wir durch dieses Menschenhaus da durchgehen können. Du betrachtest dir das. Es gibt da ein paar Fensterchen, da müsste man halt auch hochklettern. Aber wenn man ein bisschen Kraft einsetzt, weißt du auch, man könnte diese Tür mit einer großen Wahrscheinlichkeit aufheben. Da wenn ist so eine, hätten, der so eine Doppeltür ist. Und wenn man sich da ganz dolle gegenlehnt, dann kann man da insbesondere als große Noala wie du oder vielleicht auch mit der Hilfe von Horatio, könnte man da ein bisschen mit Gewalt nachhelfen. Ich habe was Besseres. Und, warte, ich krame so in meinem Rucksack und es fallen oder schmeiße immer wieder so Sachen um mich rum, bis ich das gefunden habe, was ich will und zeige ganz stolz eine Kuchengabel in Gigis Richtung. Da! Aushebeln! Wen? Ja, nicht die Tür, nicht mit purer Kraft, sondern die Tür hebeln. Oder das Fenster. Ja, los geht's. Okay. Ich nimm das Tür. Offensichtlich verlässt sich hier jeder auf deine überragende Körperkraft. Du stellst dich vor die Tür und fängst an, so diese Gabel zwischen die beiden Türen zu friemeln, bis du dann feststellst, dass die Tür einfach mal locker so dick ist. Oh. Und man wahrscheinlich problemlos die Gabel einfach da durchschieben könnte und man den trotzdem nicht umfassen könnte. Gigi glaubt, wir müssen reinklettern. Wir brauchen eine größere Gabel. Ja, es scheitert am Werkzeug, nicht an der Idee. Ich mache mir wieder Notizen in mein Buch. Gabel zu dünn. Lass die Gabel stecken. Nächstes Mal Brechstange mitnehmen. Diese Fenster dort,
Könnte ich mal versuchen, da einfach hochzuhüpfen, hochzuklettern? Du bist ja erheblich größer. Du könntest natürlich versuchen zu klettern. Kannst natürlich auch versuchen, irgendwie Räuberleiter mit jemand anderem zu machen. Aber dafür habe ich jetzt was. Und ich krabbel wieder in meinem Rucksack. Nämlich ein Räuber. Bleib stehen, Räuber. Hole nach kurzer Zeit ein Seil und einen Angelhaken raus. Und knote das irgendwie zusammen. Da, das musst du nur hochwerfen, dann kannst du an der Mauer entlang klettern. Ja, auch für fliegende Fische gut geeignet. So machen das die Menschen auch. Ich versuche das mal. Hab ich gesehen. Okay, du versuchst die Tür zu angeln. Nee, ich dachte ans Fenster. Okay, du, ach so, wie ein Enterhaken. Ja, ja, genau. Okay. Generell wahrscheinlich keine schlechte Idee. Sagen wir mal, wir machen es ein bisschen vom Glück abhängig. Weil sagen wir mal, du hast so etwas eher selten in deinem Leben getan. Was? Das ist ja auch eine komplett neue Erfindung. Was wärt ihr bloß ohne euren Professor? Ja, in Sicherheit. Ihre wahre Genialität zeigt sich darin, dass es sich offensichtlich passgenau an dem Verschluss direkt von diesen Klappfenstern dann einmal rumwickelt. Es funktioniert! Gigi, es funktioniert! Eine Möwenangel quasi. Nein, eine Fensterangel! Ich würde den Haken jetzt hängen lassen und versuchen hochzuspringen. Nein, 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 du musst an dem Seil hochklettern, Gigi! Okay. Alles muss ich dir erklären, Mann. Vielleicht habe ich eine Ahnung, wie das die Menschen sonst auch mal so machen. Du versuchst es, also du mach Körperbeherrschung. Dadurch, dass du jetzt etwas hast, woran du dich festhalten kannst, obwohl eine, sagen wir mal, Angelschnur nicht gerade das ist, wo, also so ein Hanfseil wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, es ist ein Seil mit Angelhaken. Ah. Ach so, okay, das bezeichnest du als Angel, okay. Ach, das ist ein Angel. Sieh mal, wie ich abrutsche. Ich habe nämlich viel zu schlecht gewürfelt. Ja, also Gigi versucht das, indem er beide Hinterpfoten an die Wand macht, den Arsch auf den Boden setzt und versucht, sich daran hochzuziehen, aber kriegt es einfach nicht hin, den Körper in eine steife Lage zu bringen, sodass er sich an der Wand abstützen kann. Und eigentlich ist das eher so wie ein verzweifeltes Man könnte auch einfach sagen, bräuchte man eine Diät. Ich schreibe in meinem Buch Werkzeug und Idee großartig, scheitert am Benutzer. Also ich finde, es klappt super. Einfach so weitermachen. Neuen Assistenten suchen. Oh. Oder Assistenten also. Auf Diät schicken. Ich springe. Du springst, okay. Ich verlasse mich auf meine alten Techniken, die ich kenne. Natürlich, anhand deiner überragenden Sprungkraft, bitte sehr. Körperbeherrschung. Ah. QS, Achtung, 3. Boah, mit einer absoluten Bravour springst du und landest auf den relativ dünnen Fenster-Sims und rammst fast mit deinem Kopf gegen den Fensterverschluss. Aber du kannst just so einen kleinen Zentimeter davor noch einhalten. Gekonnt. Ja, das mit dem Seil hat das richtig gut geklappt. Gute ja. Idee mit dem Seil. Ja. Gut, dann können wir jetzt in Serienproduktion gehen. Ist das Fenster offen? Du kannst den, wenn du da deine sehr recht schmale Pfote durch den Schlitz schiebst und dann so langsam diesen Haken nach oben fummelst, wo sich auch die Angelschnur drum gewurschtelt hat, kannst du es nach oben schieben und es langsam öffnen. Dann würde ich das versuchen. Gar kein Problem. Du friemelst es auf. Und du schaust jetzt in das Innere eines ganz kleinen Raums. Ein Räumchen
mit einem Stuhl, einen hübschen kleinen Teppich darin und so ein komischer, so ein ganz komischer Tisch, da steht jederlei kleiner Radatsch drauf, so Federn, Goldkelche und da sitzt ein Mensch vor. Auf Knien, der macht irgendwelche komischen Yoga-Übungen, sieht ungefähr so aus. Hier ist so ein Mensch. Dann geh dran vorbei. Wir sollten uns ein bisschen vorbeischleichen. Wir suchen aber keinen Menschen. Miau ich hoch. Woran erkennen wir das Orakel eigentlich? Das muss Kuppi sagen. Deswegen frage ich so, also... Das Orakel wird sich uns zu erkennen geben, sage ich mit geheimnisvoller Stimme. Vielleicht ist der Mensch das Orakel. Ich meine, der wohnt da. Horatio, das ist Blödsinn. Aber doch nicht im Turm. Der wohnt auf dem Turm. Das weiß man doch. Oder vielleicht kommt der zum, was auch immer der da drin macht, runter ab und an. Ich meine, du kannst ja nicht immer auf dem Turm wohnen, das ist so langweilig. Ich spring rein. Flup. Stimmt, ich wohne auch lieber in meinem Keller. Also das Fensterchen ist jetzt offen und der Mensch scheint in seinen Yoga-Übungen so vertieft zu sein. Generell trägt er auch eigentlich für einen Menschen ganz, ganz hübsche Klamotten, schön glitzerig, schön goldig. Und auch diese Rot-Weiß-Kombi ist sehr geschmackvoll. Offensichtlich hat er auch recht was für einen der Ahnenväter übrig, weil überall darauf sind ein paar Sonnen. Sieht ganz nett aus. Hat auch einen ganz lustigen Hut. Ich kämpfe kurz mit mir, ob ich meinem Spieltrieb nachgebe. Ich weiß nicht, hast du eine. Also da steht echt eine Menge kleiner Radatsch auf diesem Tisch. Und ziemlich nah. Also richtig nah. Decke. Auch so ein paar Kerzen. Ja, okay. Der Mensch, der bis jetzt in seine Yoga-Übungen vertieft war, auf einmal, du springst da so rauf, guckst ihn an. Patz. Eine Kerze unten. Dein Werk ist getan. Klatsch. Es landet auf dem Teppich. Diese brennende Kerze. Und der Mensch guckt nicht dich an, sondern die Kerze ganz verdutzt. Und der Teppich fängt so langsam an zu schmoren. Und er ruft. Einige von euch können ja auch die Menschensprache. Insbesondere Kuppi und Gigi ein bisschen. Er ruft, oh, bei Praios! Feuer, Feuer! Oh, wo ist Wasser? Akolyt, Akolyt! und läuft aus der Tür da herauf. Mission accomplished, der Mensch ist weg. Der Mensch ist weg. Der Mensch ist weg. Welcher Mensch? Schau dir Horatio an. Ja, da oben soll der Mensch drin sein, hat er gesagt. Ach so, ja, aber der ist immer noch da unten. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Springen, schätze ich mal. Ich versuche aber auch zu springen. Ja, dann Körperbeherrschung ab dafür. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine 8. Und so schlecht kann ich da eigentlich gar nicht drin sein. Ja, 20 über, das sollte reichen. Ja, alle hoppa. Ich halte mich jetzt mal an diesem Seil fest. Zieht mich hoch. Was? Sagt Gigi, er soll mich hochziehen. Ach so, ja, das ist kein Problem. Ey, Gigi. Zieh mal hier Dings, Kuppi hoch. Professor Kuppi. Ja, genau. Professor Kuppi möchte hochgezogen werden. Warum will er hochgezogen werden? Das weiß ich nicht, aber dein Teppich brennt. Kletter gefälligst selbst! Zieh mich hoch! Der Teppich brennt. Knister, knister. Das ist echt schade, der hält den Raum richtig zusammen. Ja, haben einen guten Himmel architektiert. Also kann man schon mal sagen. Sehr geschmackvoll, sehr geschmackvoll. Ist irgendwas an Flüssigkeit hier in der Nähe? Ja, definitiv ist hier was an Flüssigkeit in der Nähe. kommt drauf an, was für eine Flüssigkeit du suchst.
Super, also dann ein paar kleine Schalen, wo ein kleines Feuer drin lodert. Man kann allerdings auch auf die Vase da drüben zurückgreifen. Vielleicht reicht das Wasser ja. Ja, das klingt alles nach einer richtig sinnvollen Lösung. Ich pinkel auf den Teppich. Du bist richtig gut, ja. Das kann man auf jeden Fall machen. Es ist ja bisher nur eher so vor sich hinschmoren und hat nur ganz leichte kleine Flammen ergeben. Und pink ist einfach drauf. Würde ich mal sagen, ist effizient gelöst. Ist ja deren Menschenproblem, ne? So. Ich habe ihnen das Haus gerettet, von daher sollen glücklich sein. Ja, Kuppi versucht, dieses Seil da hochzuklettern, scheitert aber kläglich und schreit nochmal, zieht mich hoch! Von mir aus. Verzeihung, von ihm aus. Du fängst an der Schnur zu ziehen. Und für dich ist es eigentlich kein Problem, als Noala ein Vierhundsbärchen irgendwo hochzuziehen. Und nach kürzester Zeit befindet sich auch Kuppi auf dem Fenstersims. Und eure neue Gefährtin springt beherzt hinterher und setzt sich daran ab. Ja, hübsch hier, geschmackvoll. Ich schaue mich gleich mal um. Gibt es da irgendwie Schrott, den ich gebrauchen kann? Irgendwie Zangen, Gabeln, Tinkturen, irgendwas? Oh, kommt drauf an, was du als nützlich empfindest. Ich meine, das ist so eine echt hübsche Feder. Also so eine richtig hübsche Feder. Die ist leicht so weiß mit einem leicht goldenen Schimmer. Findest du sehr hübsch? Federn interessieren mich aber nicht. Ha! Erster! Ich leck drüber und steck sie ein. Plus eine Greifenfeder. Diese Menschen, die haben nie was nützlich ist. Schlimm, schlimm, schlimm. Die fragt sich, wo jetzt das Orakel ist. Welches Orakel? Ach so, das Orakel. Orakel? Hallo? Sage ich wieder. Müssen wir dafür nicht auf den Turm oder so? Wann kommt eigentlich der Mensch wieder? Ach so. Ja, also da ist jetzt ein bisschen was an Bewegung. Ja, lass uns auf den Turm gehen. Und wie sollen wir das machen? Der Raum hat nur eine Türe und von da kommen Geräusche. Schnell durchhuschen. Ja, sie werden uns sicherlich nicht sehen, wenn wir ganz schnell sind. Und wenn schon. Na dann los. Ihr zischt nach vorne und durch den Flur. Just in diesem Moment kommen einige Menschen in ziemlich ähnlich aussehenden Roben herum. Hier, da hat es gerade angefangen zu brennen. Aber ich wollte halt nicht... Oh, was riecht das denn hier so? Ich murmel ein sehr leises Gern geschehen. Und ihr zischt den Flur entlang an ein paar Türen vorbei. Hier und da hört ihr komische Gesänge, komisches Gemurmel und hört immer wieder den Namen eures Ahnenvaters, bis irgendwann sich eine Katze in euren Weg stellt, als ihr just vor einer Treppe steht, die nach oben führt und euch denkt, ha, da geht's sicherlich nach oben zum Turm. Eine recht wohlgenährte Aranierkatze hat sich auf den Stufen gemütlich gemacht und sich hingefläzt. Schaut euch müde an, was wollten ihr hier? Ich würde sie mal umkreisen und dabei ab und zu so einmal ihren Arm heben, mal ihren Schwanz heben, Bitte? Das mit dem Mungo vergleichen, anschauen, wieder mit dem Mungo vergleichen. Das ist nicht euer Freund, oder? Nee, ich habe den Typen noch nie gesehen. Auch der Mungo schüttelt den Kopf. Und was macht ihr hier? Wer hat euch reingelassen? Das Fenster hat uns reingelassen und wir suchen das Orakel. Ich kann mich nicht erinnern, euch das erlaubt zu haben. Das stimmt. Wir suchen aber eigentlich eine weiße Felsschlange. Und jetzt kommst du. Mhm. Und wie sieht so eine Felsschlange aus? So wie sie. Genau, nur in weiß. Nee, nicht gesehen. Allerdings habe ich auch schon in 3 Tagen hier nicht großartig verlassen. Also keine Ahnung, mir ist nichts vorbeigekommen, abgesehen von der da.
bedeutet auf eure Fellschlange. Abgesehen davon kannst du dich glücklich schätzen, denn Horatio hat hier gerade dein Leben gerettet. Er hat nämlich ein Feuer gelöscht. Ach, die Menschen hätten sich schon drum gekümmert. Sie kümmern sich um alles. Auf Menschen würde ich mich nicht verlassen. Können wir wieder zurück zum Thema kommen. Was war das nochmal? Was wollten wir hier? Weiß ich nicht. Ach ja, das Orakel. Ach so. Stimmt, ja. Wie kommen wir denn zum Orakel? Dann müsstet ihr schon die Treppe hoch, aber ich will euch eigentlich nicht vorbeilassen. Als ob das ein Problem für uns wäre. Genau, Professor Kuppi regelt das. Professor Kuppi. Sagen wir, wenn du mal ein Wehleiden hast, dann bekommst du eine Gratisbehandlung von mir. Und was kannst du, was ein Mensch nicht für mich tun könnte? Ich kann alles. Das ist ja ein ziemlich breites Talentspektrum. Ja. Er hat bestimmt recht. Okay, versuch ihn doch mal davon zu überzeugen, dass du ein ziemlich, ziemlich guter Arzt bist. Und versuch es doch mal mit Umschmeicheln. Schmeicheln. Ja, ich glaube, dein Fell, dieses wirklich hervorragende Fell, das du hast, könnten wir noch ein klitzekleines bisschen mehr Glanz verschaffen. Noch mehr Glanz? Noch mehr Glanz und noch mehr Weichheit mit dieser, und ich krame wieder so in meinen Taschen, dieser Tinktur. Hier. Da, probier's. Ich habe übrigens eine 17 von 18 gewürfelt, also eine QS-Stufe. Okay. Mehr Glanz, wie oft am Tag müsste ich das denn applizieren? Ach, einmal, zweimal in der Woche reicht. Mein absolut sowieso schon perfektes Fell braucht ja nicht allzu viel Pflege. Also ein bisschen? Das gibt die Sahne auf der Kirsche des Eisbechers. Eis? Wo? Naja, was auch immer ihr meint, dann kommt man mit. Ich bringe euch mal durch. Ansonsten sind vielleicht meine anderen Brüder und Schwestern nicht großartig davon überzeugt, dass ihr hier hingehört. Aber wenn ich sage, es ist okay, dann ist es okay. Hab Dank. Ich schubse Gigi an. Schau, deswegen sollst du mehr lernen. Ich sag's dir immer wieder. Was auch immer. Der recht fette Aranier stolziert vor euch her die Treppen herauf. Und im zweiten Stock ist offensichtlich eine Art von Wohnkaminzimmer, an dem ihr vorbeigeht. Und ihr seht da einen Haufen von Katzen, mindestens ein Dutzend und alles, alles Aranier. Und sie sind äußerst wohlgenährt. Ja, wie gesagt, also hättet ihr euch hier einfach reingeschlichen, es wäre wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich bin ja großzügig. Ich teile gerne, was ich habe. Mit Würdigen. Gigi ist euch sehr dankbar. Ich weiß. Ihr geht die Treppen weiter hoch und irgendwann kommt ihr in ein kleines Gemäuer mit einer sehr großen Kuhglocke drin. Die hat einer sehr großen Kuh gehört. Das ist aber eine sehr große Glocke. Versuchst du den gerade anzuschieben, damit er dengelt? Es ist ein bisschen schwer. Also du versuchst so diesen Kegel da drin irgendwie zum Laufen zu bringen, aber du schaffst es kaum, dass es sich ein paar Zentimeter bewegt. Ich drehe mich desinteressiert weg. Mach keine Geräusche, es ist erstmal langweilig. Benötigt ihr die noch? Ich denke schon, dass die Menschen sie hier benötigen. Sie läuten sie gerne. Meistens recht früh am Morgen, was stört. Aber dann auch, wenn die Sonne am höchsten steht, wenn sie unten alle ihre Aerobic-Übungen machen. Zusammen. Ist ein Sportverein hier. Ein Sportverein. Verschwenderisch. Verschwenderisch, diese Menschen mit ihrer Zeit. Ja, nicht wahr? Dann lasse ich euch mal mit eurem Orakel alleine. Sie redet nicht gerne vor zu viel Publikum.
Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und man sieht sich dann bei immer zurückgehen. Und er watschelt wieder runter. Und er scheint euch so, also er ist so ein bisschen in Schwitzen geraten, während er euch nach oben gegangen ist. Aber so, sagen wir mal, they see them rolling, they haten. Also jetzt so runter geht das recht flott. Das macht wahrscheinlich die Schwerkraft. So. Und nach ein paar Sekunden Stille hört ihr das Schlagen von Flügeln. Möwen. Es ist aber eine sehr, sehr komische Möwe, weil die scheint irgendwo ordentlich gegengeglitscht zu sein. Denn ihr Schnabel ist ganz doll eingedrückt und sie hat so ein ganz flaches, fast schon menschliches Gesicht. Leicht herzförmig, sehr hübsch, scheint auch ein bisschen kleiner zu sein als eine Möwe, aber sie ist trotzdem weiß, so leicht mit Ockereinschlag. Und sie hat ganz, ganz intensive, schwärzlich-nachtblaue Augen. Und schaut euch an, dabei dreht sich der Kopf beunruhigend weit zur Seite und dann wieder in die andere. Was wollt ihr hier? Oh, sie betrachtet eure neue Gefährtin. Interessant. Stimmt. Was genau? Mein Forschungsdrang oder meine Notizen? Was? Alles an euch ist interessant. Hast du zufällig irgendwo als Orakel gesehen? Ja, schon. Obwohl es dafür wahrscheinlich eine Art von Spiegel benötige. Es ist ungefähr so groß, hell dunkle Haare, kann man relativ schwer, also, ne? Was möchtet ihr denn von mir? Nein, das Orakel. Der Vogel nickt. Ja. Sie ist das Orakel. Das wusste Gigi. Ja. Wir suchen ihren Freund. Und ich zeige auf den Mungo. Ja, der Mungo tritt vor. Ich suche meinen Freund Faruk. Und sie schaut zu euch Katzen und dann wieder zur Eule hin. Ich muss aber sagen, ich habe ein ganz kleines bisschen gelogen. Weil ich dachte, man hilft mir sonst vielleicht nicht. Also, Faruk ist eigentlich kein Mungo im engsten Sinne. Aber er gehört trotzdem zu mir. Er ist ein, beißt sich auf die Unterlippe, er ist ein Hund. Ich, meine Haare stellen sich wieder zu Berge, so, und ich mach so, oh, Albas! Das ist ja krank! Ein Hund! Ja. Und den bringst du in unsere Stadt! Das ist ja widerwärtig. Ich wusste immer, dass die Drachen und Hunde unter einer Decke stecken. Warum mögen wir Hunde eigentlich nicht? Weil Hunde bösartig dumm sind und sie stinken. Ach ja, das mit dem Stinken. Ja, das ist ganz schrecklich, ganz schrecklich. Furchtbar. Das erklärt das mit dem, erklärt das mit dem komischen Sack. Ja, Hunde. Weil, hat Gigi sofort gesagt, das müssen Hunde sein. Ja, aber ihr habt gesagt, dass ihr mir helft. Und vielleicht hat es ja etwas von oben gesehen. Und der Mongo dreht den Kopf herum zum Orakel. Habt ihr? Ich habe etwas gesehen. Es könnte damit zusammenhängen, aber vielleicht auch nicht. Ich sah zwei Katzen mit einem Sack auf dem Rücken. Das in dem Sack hat sich ziemlich gewehrt. Und es roch nach nasser Hund. Das klingt jetzt erstmal nach einem ganz normalen Tag hier. Ja. Aber ich habe auch noch etwas anderes gefunden. Und sie wirft euch ein Stück Stoff hin. Es ist tief dunkelblau und darauf ist ein kleiner Sichelmond. Das ist von ihm! Es ist sehr hübscher Stoff, Gigi. Schubst du vom Tor? Nicht ganz, aber ich würde so mal gucken, wie es reagiert. Wie Stoff.
Ist Stoff. Ach. Titi hat's rausgefunden, das ist Stoff und da ist ein Symbol drauf. Eine Schüssel. Eine Schüssel. Ich glaube, es geht um Milch. Würde Sinn machen, ist ja auch weiß. Ich dachte blau. Die Schüssel. Ach so. Ja. Das ist bestimmt eine Milch. Gigi, ich glaube, aus dir wird auch noch irgendwann ein richtiger Forscher und ich klopf dir so auf die Schulter. Das hast du gut gemacht. Danke. Ja, also es sieht so aus, als würde das dann wirklich eurem Freund gehören. Gut. Dann habe ich natürlich erstmal die gute Nachricht. Offensichtlich ist er am Leben. Und dann die ja, schlechte. Ja, wie gut. Es ist immer noch ein Hund. Das zum einen und zum anderen. Er stinkt. Das auch. Aber soweit ich das erkennen konnte, trugen die Katzen gefärbte Halsbänder von einem kleinen Rudel, das ihr das Rudel des Don nennt. Überlegt. Und in euch zieht sich alles zusammen. Don. Don Gato. Der absolut mieseste Kater hier in Havena, wenn es darum geht, Machtverhältnisse zu schieben, und zwar zu seinen Gunsten. Und der hier die ganze Hafengegend in seinen Klauen hat. Insbesondere über den Katzenminzehandel hat er seine Pfote. Und zum anderen macht er öfter Angebote, die man besser nicht ablehnt. Ja, dann ist er doch eigentlich sicher aufgehoben. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach nach Hause, oder nicht? Warte, warte. Der Mungo setzt sich hin. Ihr wollt doch sicherlich noch die Schlangenhaut. Bitte, ihr müsst mir irgendwie helfen. Ja, also wir bringen euch gerne noch hin. Das ist eine gute Idee. Wir bringen dich einfach dann auf zum Don. Dann gehen wir nach Hause. Genau. Der wird sehr glücklich sein, dich zu sehen. Du kannst dann deinen komischen, buckligen, hässlichen Freund wieder treffen. Und alle sind glücklich. Ja, aber ihr wisst doch sicherlich, dass einem Hund in den Klauen einer Katze nicht gut ergehen wird. Ja, dann kommt ihr danach einfach zu mir und ich flicke euch wieder zusammen. Wenn es was zum Flicken gibt? Ja, bestimmt. Ja, und wenn nicht, dann können wir dir sowieso nicht helfen. Doch, bestimmt irgendwie. Ihr seid doch offensichtlich auch fähige Einbrecher, so gekonnt, wie ihr hier in dieses Gebäude euch hineingefuchst habt. Wir sind doch keine Einbrecher, wir haben den ganz normalen Eingang benutzt. Aber ihr könnt doch sicherlich auch reinschleichen. Oh, bitte helft mir. Was wollt ihr denn noch? Ich hab hier auch. Und der Mungo fummelt ein paar kleine Glitzergegenstände aus der Tasche und legt sie euch noch vor. Ach, so Glitzer interessiert mich nicht. Ketten und noch kleine funkelnde Edelsteinchen. Ich hab wirklich ein bisschen mehr Glitzer. Hättet ihr doch nur ein gescheites Buch. Ich bin dabei. Ach, was soll's. Wir können dann den Hund immer noch ins Wasser werfen danach. Na gut, und euch alleine kann ich nicht losziehen lassen, also gehe ich wohl mit. Mir beim brillanten Kopf wird schon irgendwas einfallen. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Wie, es ist kein Glitzer dabei. Ihr bekommt alles Glitzer, was ich dabei habe. Zeig dir nochmal ein sehr hübsches Amulett. Möchtest du auch ein Stückchen von dem Glitzergefumsel, oh mächtiges Orakelvogelding? Nein, mir reicht das Spektakel, was darauf folgen wird. Danke. Yay. Spektakel? Wo? Och, werdet ihr schon sehen. Wenn irgendjemand beim Donner Teppich anzündet, wahrscheinlich. Gute Idee. Aber so schlimm kann er doch schon nicht sein, meint der Mungo, oder? Was ist dieser Don eigentlich? Ist das sowas wie euer Malik? Er ist sozusagen die Chefkatze hier in der Hut. Ah, also euer Malik. Nein, Don, nicht ja. Malik. Don Gato. Den kenne sogar ich.
Und ich wohne hier nicht mal. Hm. Ja, gut. Vielleicht ist dann, wenn er es so weit gebracht hat, ist er vielleicht eine durchaus eine Katze, mit der man reden kann. Nein, anhand eurer Gesichter. Okay. Eigentlich redet der Don nur mit uns und dann reden wir nicht zurück, weil das tut einem nicht so gut, wenn man zurückredet. Außer man sagt ja. Das ist gerade noch in Ordnung. Oder bitte nicht aufhören. Das geht auch. Ah, okay. Die geht meistens einfach. Sehr schnell. Dann sollten wir uns besser beeilen, sonst ist vielleicht nicht mehr viel von meinem Freund übrig. Ja, doch, ich glaube, der landet einfach im Stück im Wasser. Also mit so Steinen an Füßen. Oder ich so. Glaube, der Don wird sich Zeit lassen. Ja. Soll mich das beruhigen? Nein. Oh. Gut. Ist er denn ein großer Hund? Wie ich vorher gezeigt habe, so. Hm. Schon ein bisschen größer, aber nicht allzu groß. Los, ich will Glitzer. Gut. Gut. Was brauchen wir für einen Einbruch? Ich schreibe meine Liste in mein Notizbuch. Ihr fangt auf dem Weg nach unten schon eine Liste zusammenzustellen. Ja, was bräuchte man denn für einen Einbruch? Also das mit dem Angelhaken, ich weiß nicht, ob du das wiederholen möchtest. Ungern. Ja, neue andere Assistent. Gigi hat eine Idee. Oh, jetzt kommt's. Gigi versucht zuerst alleine einzubrechen, bevor Professor Kuppi irgendwelche Hilfsmittel bauen kann. Wie willst du ohne meine Hilfsmittel irgendwo einbrechen? Sehr einfach. Nein. Der Plan steht also. Gigi ist zufrieden. Nein, ich habe einen viel besseren Plan. Hab ich euch schon mal erzählt, dass die Menschen ein Gerät gebaut haben, das man zurückziehen kann und wenn man dann an einen Hebel zieht, dann kann man ganz weit fliegen. Das machen wir. Ein Katapult? Ja. Wir fliegen somit in das Revier vom Don. Warum nicht einfach gehen? Ich meine, man darf ja da hin. Also ist ja nicht so, als wenn die sofort jeden verhauen würden. Ja, aber er schaut ja nicht in den Himmel. Das heißt, wenn wir auf dem richtigen Haus landen, was ich noch berechnen muss, was ich aber definitiv schaffen werde, dann könnten wir theoretisch reinkommen, ohne dass sie uns sehen. Das ist eine richtig gute Idee, machen wir. Ja, schau. Und Gigi, du darfst fliegen. Das ist noch eine viel bessere Idee. Nein. Gigi, du bist so mutig, sagt der Mongo. Ein wahrer Hero. Also, ich brauche dafür Seile, Holz, Bretter, eine große Schüssel, ein paar Steine und ich fange schon mal an zu rechnen. Ja, liegt ja alles hier rum. Also, wir sind ja in der Stadt. Hier gibt es überall Bretter und Steine. Die Menschen haben so viel von dem Scheiß, die bauen sogar Häuser daraus. Ja, also überhaupt kein Problem. Du überlegst dir, du brauchst so ein paar Steine, am besten so ein paar Ziegelsteine, die machst du so in die Mitte. Da machst du dann so ein schönes Brett. Auf die eine Seite setzt sich der GT und auf die andere springt dir mit einem unglaublichen Schmackes. Und dann müsste er fliegen. Genau. Dann müsste er fliegen. Das kann definitiv nicht schief gehen. Ja, wüsste auch nicht, was dort passieren kann. Also generell könnt ihr alles dafür zusammensammeln, falls das euer Plan ist. Sehr gut, wir nehmen das mit und dann berechne ich noch die Distanz von unserer Maschine zu dem Haus, zu dem wir wollen, mit deinem Gewicht. Gigi, wie fett bist du jetzt nochmal? Sag mal. Ich wandere stolz von dannen. Also ich trage mal 9 Kilo ein, sicher ist sicher, zur Not fliegt er einfach weiter. Ja, das Ganze multipliziert mal 3, geteilt durch e zum c mal Quadrat ist, es müssen Kuppi sogar nur 2 redet schon wieder von diesem Menschenkram, als ob du irgendwas davon verstehen würdest. Ich verstehe alles davon. Ich kann es sogar lesen. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg und schauen dann. Ja. Ist gar nicht so weit weg.
Wandert von Oberfluren, von dem großen Platz mit den Linden, an dem großen Wald, der hier mitten in der Stadt ist, vorbei, so mit dem Teich drin und rüber zum Orkendorf. Und ihr wisst ja, das weiß tatsächlich natürlich auch jede Katze, dass der Don so sein Hauptquartier eben zum Kraken hat, in seinem Lokal. Mm. Allerdings fällt Gigi da auch gerade ein, sieht Gigi wirklich gut aus. Vielleicht kann Gigi das mit seinen Überredungskünsten mal versuchen. Ich schnupper mal an dir. Ja? Nein, du stinkst. Aber, oh, da kam ich was. Ich kram in meinem Rucksack. Nein. Und hol so eine kleine Dose raus. Keine Duftbällchen, bitte. Und nehme ein bisschen was davon in die Hand und fange an, dein Fell damit einzureiben. Es ist übrigens Katzenminze. Alle umliegenden Katzen müssen einmal einen Selbstbeherrschungscheck machen. Jetzt ist schon viel besser. Hat irgendjemand Selbstbeherrschung nicht geschafft? Moment, ich muss noch. Muss ich auch? Ja, du bist gerade mit Katzenminze eingerieben. Ja, nee. Ja, ich habe sogar meisterlich gepatzt, also 20er. Und bei dir so? Also bei mir läuft's, aber ich mache trotzdem mit. Dazu, wenn man sich unter Kontrolle hat, der Moment, wo sich gerade so, oh, was machst du denn da? Ist er, oh. Und du dich anfängst, mit deiner eigenen Wange an dich selber zu reiben und dich über den Boden zu robben und an dir selber versuchst, irgendwie deinen Kopf ranzureiben. Und während dich Kuppi noch so einreibt, auch anfängt so, oh, das ist ja eigentlich kann ich das auch mit meinem eigenen Kopf machen. Und erstmal so auf Kuschelkurs mit dir geht, während dann Horatio daneben steht, und mitmacht. Steht der Mungo daneben? Ich denke mir so, wie kann er da einfach zugucken? Scheint keine großartige Wirkung auf den Mungo an sich zu haben, was auf jeden Fall eure These verstärkt. Das kann keine Katze sein. Und okay. Soll ich euch mal einen kurzen Moment alleine lassen? Ist das hier üblich? Ich meine. Also ich fange an, ganz laut zu schnurren. Eure neue Begleitung fängt an, sich langsam nach hinten schreitend zu entfernen. Ja, ich richte mich so ein bisschen auf und klopfe so ein bisschen ab. Willst du auch mal? Nee, nett, aber ja. Danke für das Angebot. Ich befürchte, da ich sehr schlecht gewürfelt habe, mich müsste jetzt schon wirklich jemand hier rauskicken, dass ich da aufhöre. Einer solche Pupillen. Oder jemand holt den Don. Übelster Katzenminzentrip. Gigi, du kannst jetzt einfach alles. Du gehst da mal rein und sagst dem Don die Meinung. Wir folgen dir. Kuschelnd. Ihr seht auf jeden Fall so aus, als würdet ihr einen guten Abend ins Lokal bringen. Und es gibt auch einen Türsteher tatsächlich am Lokal, der da so steht. Aber als ihr da schon aneinander gekuschelt und nach Katzenminze riechend da so ankommt, unter der einen Stirn macht so einen Seitschritt, macht so halb die Tür auf. Gigi. Schönen Abend noch. Danke. Ich glaube, das war die beste Idee, die ich hatte. Leichter hättet ihr nicht reinkommen können. Offensichtlich hat sich eure neue Freundin ein bisschen zurückgehalten, was den Vordereingang betrifft und hält sich dann in den Schatten draußen auf.
Während ihr jetzt gerade in das Lokal zum Kraken, was eigentlich eher für exklusivere und besser betuchte Katzen dieser Gesellschaft gedacht ist, jetzt hereingestrackst kommt. Aber so wie ihr riecht, drehen sich natürlich auch einige Köpfe zu euch herum und mustern euch von oben bis unten. So, und einige fangen auch an zu schnurren und ihre Pupillen erweitern sich langsam. Aber die meisten hier scheinen eine gewisse Kontenance zu besitzen und sich mit aller Willenskraft an ihren Stuhl und an ihren Hockern zu fesseln, damit es hier keine Absurditäten mitten auf dem Boden gibt. Sowas würde ja nie passieren. Nein. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid drin. Ihr hättet nicht gedacht, dass ihr so weit kommt wie jetzt. Nein. Ich glaube, hier war ich noch nie. Nein. Hübsch ist es hier. Schöner Teppich. Ja, sehr hübsch eingerichtet. Fast so hübsch wie hier in diesem kleinen Aerobic-Studio, was die Menschen so betreiben. Und da gibt es auch eine richtig schöne Bar. Ihr seht da einige prall gefüllte Milchflaschen in den Schränken stehen. Eine Bedienung schaut euch an, tut eines dieser kleinen Schnapsgläschen, die für euch ja, also die menschlichen Schnapsgläschen, die reichen für euch ja wie so ein guter Humpen. Und so gerade ein kleines Metallschnapsglas sauber macht und sich rüberlehnt. Kann ja irgendwie helfen? Oh, euch wurde schon geholfen, okay. Was zu trinken? Ich nehme. Wir haben heute noch Sahne mit Schuss oder so. Oh yeah. Da sind wir dabei. Ja, aber zuerst hier Glöckchen, wisst ihr Bescheid, ne? Also 5 Mondglöckchen pro Gläschen, ihr wisst ja, hier sind nicht billig, ne? Ja, aber ich habe tatsächlich ein bisschen was dabei. Ich schmeiß eine Runde. Und heute dachtet ihr, du gönnst mal, ne? Ja. Ich warte auf den Tag, an dem man mit Wissen bezahlen kann. Oh, du schmeißt eine Runde. Ja, ich schmeiß eine Runde für uns drei. Oh. Ihr werdet eingeladen, meine Freunde. Vielen Dank, Gigi. Ding, 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 ding. Horatio, hast dich schon gelohnt. Ja, läuft soweit. Ja, ihr nehmt erstmal Platz und habt dann ein schönes Schnapsgläschen, so eine gute Pfote voll von köstlich riechender Sahne hingestellt bekommen. Mm. Und dann gibt es so einen kleinen Schuss aus einer recht großen Flasche, die offensichtlich von 2 Katzen getragen werden muss, damit es so einen kleinen Schub reingibt. So eine leicht bräunliche Flüssigkeit, riecht ein bisschen bitter. Finde ich gut. Ja, die Mischung macht's. Die Mischung macht's und sie scheinen großzügig zu sein. Oh ja. Ich nehme einen beherzten Schluck. Als wüsste ich natürlich genau, was das ist. Eckst du das? Na, das jetzt nicht, aber ich würde mir schon. Ich genieße gerade sehr, dass ich zum ersten Mal in diesen Schuppen gekommen bin. Ja. Gigi, pass auf, sonst wachst du morgen wieder mit einem Kater im Bett auf. Da war der Witz. Der schlechte Witz. Danke. So, und wo ist jetzt dieser Gato? Offensichtlich nicht hier. Also, der ist bestimmt in irgendwelchen tollen Hinterzimmern oder so etwas. Wir bräuchten den Dinge. Herrn mal. Bräuchten wir? Warum? Ja, eigentlich brauchen wir ihn direkt gar nicht. Aber wir brauchen ein Paket. Stimmt, da war was. Ja, von mir aus. Das ist bestimmt eine brillante Strategie. Ich würde tatsächlich mal zur Barkeeperin gehen. Oder zum Barkeeper und. Barkeeperin, du lehnst dich rüber, du sitzt ja schon an der Bar. Wir haben gehört, hier ist letztens ein Hund an Land gegangen. Oh, einige Köpfe rucken rum. Du hast das Gefühl, als wäre gerade die Musik so ausgegangen. Ich gehe so einen halben Schritt von ihm weg.
Die Barkeeperin lehnt sich so rüber zu dir und kommt mit dem Gesicht nah, ganz nah. Hier gibt's doch keine Hunde. Sicher? Ja, sicher. Eine Idee, wo man die finden könnte? Ha, du kannst es ja mal im Hundeland probieren. Aber sag mal, wie es da mal war, wenn du wieder zurückkommst. Okay. Ich glaube, wir werden hier nicht fündig. Tschüss. Ja, leg noch mal 2 Mondlöckchen auf die Tresen und schieb die mit meiner Pfote so rüber. Ihr mögt doch Glitzerdinge. Die beiden Mondglöckchen verschwinden unterm Tresen, ja. Ja, vielleicht könnt ihr meinem Freund doch noch mal, also vielleicht ja. Denkt ihr doch mal nach. Ich leg noch eins oben drauf. Wisst ihr, Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht zwar auch nichts, aber vielleicht habt ihr ja doch eine Idee. Hey. Ihr rückt ganz nah mit euren Ohren. Da hat so, ist so ein jaulendes Paket unten in den Keller gebracht worden. Er hat mir schon gedacht, dass es irgendwie was Komisches ist. Das hat bestimmt auch gestunken, oder? Wie ein nasser Hund. Denkt ihr, ihr könnt jemanden gebrauchen, der euren Keller mal aufräumt? Also für gewöhnlich bezahlt man ja für Leute, die aufräumen, aber du darfst meinen Keller aufräumen, wenn du noch 3 Mondglöckchen hinlegst. Ja, ich kramme und lege noch 3 weitere Munde. Ja, ich verstehe immer noch nicht, was ihr mit diesen Glitzerdingern alle habt. Sie zieht die Mondglöckchen und lässt sie wieder verschwinden. Heute hat sie offensichtlich einen guten Tag, was Trinkgeld betrifft. Dann lasst mich euch doch mal den Wischer zeigen. Sehr gut. Gigi, du hast gehört, Wischmopp und so. Kommst du mal mit? Okay. Gigi kommt mit. Ich folge auch unauffällig. Ich folge auch nach kurzer Zeit und schreibe wieder Dinge in mein Notizbuch. Ihr watschelt in einer kleinen Polonaise durch eine kleine Tür, die hier vom Dachboden runterführt und erstmal in den ersten Stock, wo sich eine menschliche Taverne befindet, die auch natürlich gerade in regen Gebrauch ist. Da gibt es so einige, die laut grölen und singen, allem drum und dran und auch trinken, und es riecht bestialisch nach dem stechenden Gestank von Bier. Und ihr wandelt weiter runter in Richtung eines Kellers. Es scheint natürlich, dass hier die Dame einige Wege kennt, die den meisten verborgen sind. Mhm. Und sie wurschtelt euch an allen Menschen erfolgreich vorbei. Und ihr steht schließlich vor einer kleinen Klappe. Da. Aber weiter bringe ich euch nicht. Sonst bringt mich das in Gefahr. Das ist mir nicht wert. So viele Mondglöckchen habt ihr nicht. Gigi ist euch zu Dank verbunden. Ja. Leb wohl, so viel wie davon jetzt noch übrig ist. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. Ja, macht den kleine Klappe auf und schaut in einen offensichtlich sehr alten Weinkeller. Es riecht auch entsprechend. Ein bisschen abgestandene Luft. Und die Barkeeperin verschwindet ganz schnell, damit sie nicht mehr mit euch in Verbindung gebracht werden kann. Zum Glück ist das hier keine Falle. Wittere ich eine? Wir dürfen auf allen wittern. Nein. Okay. Wer geht denn vor?
Also ich sehe mich interessiert die Wände an und so. Also die sind total spannend. Och Mensch. Ja. Sag mal, was ist denn das da? Und ich versuche mich an Horatio vorbeizudrängen und so. Hey, geh vor. Du wurdest gerade zum Freiwilligen erklärt anscheinend. Oh, Entschuldigung, das ist meine Gefahrenallergie. Ich geht nicht, tut mir leid. Oh. Gesundheit, Horatio. Ich kann ja nicht runter. Das passiert mir immer bei Weinkellern, wenn du die Luft hochkommst. Das ist nicht gut für meine Bronchien. Schau mal, du bist doch schon praktisch auf dem Weg. Ja, nein. Ja, ich schub's Gigi wieder so ein bisschen vor. Na gut, einer muss es ja tun. Gigi tut es. Gigi opfert sich wieder. Ja. Bist du eine aufopferungsvolle Noala. Aber hallo. Nicht nur ein großer Körper, auch ein großes Herz. Ja, ich mache mich auf und schaue, was ich so schnuppere, sehe, höre. Du schnupperst, wie gesagt, abgestandene Luft. Du machst die ersten vorsichtigen Bewegungen runter. Du musst natürlich so ein bisschen größere Schritte machen, um diese Treppen ordentlich herunterzuklettern. Und es knarzt unter deinem doch schon, ja, nicht zu unterschätzenden Gewicht. Muskeln, alles Muskeln. Ja, Fell, alles Fell. So flauschig. Genau, einfach nur kuschelig. Und arbeitet sich ganz langsam nach vorne. Und von hier oben kannst du so einige kleine Lichter erkennen, die hier unten ein bisschen herumwandern. Da scheinen, soweit du das hören kannst, der ein oder andere so Wache abzulaufen. Hm. Riechst Gefahr. Ich glaube, da ist jemand. Das riecht nach Ärger. Ja, natürlich, der Hund müsste da sein. Ich versuche mich mal vorsichtig zu nähern. Möchtest du dich einer der Lichter annähern oder möchtest du lieber versuchen, auf diese zu verzichten? Ich würde. Hier sind diverse Weinfässer, kleinere Schränke, in die man sich quetschen könnte. Oder auch Sachen, die man zum Beispiel Lärm machen könnte. Ich krame wieder in meinen Taschen. Oh nein. Und hole nach einiger Zeit ein Säckchen raus, mit dem ich. Nicht schon wieder einreiben, auch wenn es gut gerochen hat. Mit dem ich vor dir wedle und dann öffne ich dieses Säckchen und den Inhalt schmeiße ich einmal quer durch den ganzen Raum. Oder in die andere Ecke des Raumes. Ist es das, was ich denke, was es ist? Das sind Murmeln. Oh! Naja, ich würde dann mal sagen, Horatio, Jagdtrieb. Oh nein! Ihr seid so nett. Ja, ich habe auch gelassen. Warum? Ja, da fliegt ein Beutel, ich flieg hinterher. Beutel! Guck mal, ihr habt eine Möglichkeit gefunden, wie Horatio vorgeht. Also Gigi schaut diesen Murmeln so hinterher, so geil murmeln, während Horatio an dir vorbeiflitzt. Geil murmeln! Und du saust die Treppe herunter. Ja, immer den Beutel hinterher. So mit Kopf voraus eine Treppe runter und man diese Geräusche halt so... Insbesondere haben die so eine Tendenz, auf dich aufmerksam zu machen. Ja, ich gehe auf Rammgeschwindigkeit, also so schnell es geht. Ja klar, hinterher. Dack, 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 dack. Und man hört auch die ganz kleinen Murmeln so auf den Stein. So. Und das, ich finde dich, ich fass dich. Meins, alles meins. Und oh, nee. Du schaffst die erste in deine Griffe zu kriegen. Und dann, da ist noch eine zweite. Nein, sie ist unter dem Schrank. Und du versuchst irgendwie unter dem Weinschrank herumzufummeln und zerkratzt so ein bisschen dabei das Holz. Und dann irgendwann so, aha! Und hinter dir, aha. Ja? Spaß? Ja. Guck mal, ich habe eine Murmel gefunden. Das ist ja schön. Ist das meine? Hm.
Ja, ist schön. Aber was machen deine verdammten Murmeln hier unten? Die sind geflogen. Das sind Flugmurmeln. Klar. Das sind ja interessante Flugmurmeln. Wo hast denn die her? Die sind geflogen. Ich werfe sie in meine Kopf. Du wirfst es ihnen an den Kopf. Und ich so, sag mal, willst du Ärger? Chichi, jetzt. Weil du findest ihn gleich. Auf ihn, schlag ihn klar, oh Chichi, los. Wieso, willst du Streit? Nein, also, du siehst auf jeden Fall so aus, als würdest du mal ein bisschen Streit gebrauchen. Ich glaube, ich muss dir mal, also wenn deine scheiß Lisate nicht gleich aus meinem Panorama verschwindet. Attacke. Also ich bluster mich jetzt richtig auf, ja. Also, so weit geht's ja wohl gar nicht, ja. Schwanz, Fump, ja. Was? Panorama? Das ist ein Keller, du Vogel. Was, Vogel? Alter, na hör mal, du kannst nicht so mit mir reden. Und die ganzen Nackenhaare stellen sich auf und die Schnurrhaare. Puff. Sag mal, warum verhältst du dich eigentlich? Gehst jetzt irgendwo in fremden Kellern und jagst deine Murmeln? Das ist jetzt doch nicht dein verdammter Scheiß-Spielplatz. Was heißt denn hier fremder Keller? Das ist ein Keller wie der andere auch. Wir sind immer noch hier in, Havena. Ja, aber dir ist doch sicherlich klar, wessen verdammter Keller das hier ist. Oder bist du blöd? Das ist der Keller meiner Murmeln. Sonst wären sie ja nicht hier. Ich schmeiß die Murmel aus dem Kopf. Ja, mach doch, komm doch her, trau dich. Ja, komm. Also, er versucht dir eine Kopfnuss zu geben. Wie ist dein Verteidigungswert? Kleiner Moment. Muss ich doch glatt mal gucken. In Raufen wahrscheinlich ist es immer ein 6. Das ist ganz gut. Reicht aber nicht. Und er verpasst dir eine ordentliche Kopfnuss so mit. Au! Hat er definitiv, also ohne Schaden, einfach erstmal ohne Kran, so putz, hat dir eine ordentlich gegeben. So, und jetzt machst du hier gefälligst dann, was ich sage. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ach, Manno! Aber die nehme ich mit. Ich greife jetzt irgendeine von diesen Murmeln. So aus Prinzip. Und dann? Kischi, jetzt von hinten. Ja, und dann gehe ich Richtung Ausgang. Weil, also, ich darf halt nicht ganz verlieren. Deswegen nehme ich die Murmeln mit. Also, ich dachte, du hättest einen perfiden Plan. Nö. Ja, ich auch. nicht für Kleingeld. Ich würde die Ablenkung nutzen, mich währenddessen von hinten anschleichen und jetzt Geronimo! Von hinten auf die Wächterkatze drauf. Alles klar, Gigi. Was machst du denn für ein Manöver? Möchtest du irgendwie so einen Haltegriff machen? Ja, ich will so, oder ich will praktisch so von hinten so um den K.O. zu schlagen, macht einen Spockgriff. So wie der, so wie so ein Foot, also wie Katzen manchmal so nach vorne ums Bein springen, bei ihm halt so ein Footballgriff und runter tackeln. Ah, okay, dann deckel mal los mit Raufen. Er hat einen Verteidigungswert von 5. Ah! Ich habe Raufen 22, habe aber eine 10 gewürfelt. Das heißt, müsste immer noch QS2 sein. Oh, dich durch alle Hand. 17, gut, dann, ja, genau. Ja. Wunderbar, deine QS kannst du natürlich dann auch mit einem Schaden dann raufwerfen. Und dann wirst du dich. Naja, 4. Insgesamt? Ja. Okay, du wirfst dich an seine Füße und und macht einmal so keine Sorge, das Gesicht hat den Stoß gebremst. Patz. Einmal auf den Steinboden. Oh, der verdammte. Was? Du bist nicht alleine! Und er will gerade den Mund aufreißen, um offensichtlich irgendwie zu rufen. Was tut ihr? Ich rufe Schlägerei und mach mit. Okay. Initiative, meine Freunde, Initiative. Ein furioser Kampf entbrennt. Mitten im Keller des Don. Das wird er bestimmt mögen. das müsste
eine 20 sein. Ich bin bei 19. Ja, 20. Ich muss noch mal kurz nachfragen. Nee, 24. Hui! Okay, guck, die ist ja ziemlich schnell. Titus, rauf oder runter? Dazwischen gibt's nicht. Okay, dann fängt offensichtlich Kubi an. Oh. Du hörst das Wort Schlägerei! Und Horatio wirft sich mit rein. Während auf dem Boden dein Assistent Gigi um die Beine geschlungen, seinen Gegner schon in einen Kampf verwickelt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich krame in meinen Rucksack, hole ein buntes Wollknäuel heraus und möchte es auf den Wächter werfen. Du verwendest auf den Kopf. Okay, dann. nein, nicht geschafft. Du denkst dir, hui! Es ist bunt, es empfindet sich dabei so ein bisschen und hinterlässt so einen kleinen bunten Faden hinter sich, während es so in die Dunkelheit rollt. Ich hab's versucht. Sternchen ins Heftchen. Gigi. Kann ich einen Orbis versuchen? Ja klar, du darfst. Dann würde ich das mal machen. Und das ist einfach ein Angriff erschwert um 2, ne? Genau. Oh, eine 8, das wäre immer noch... das habe ich immer noch locker geschafft, wenn er Verteidigung immer noch 5 hat. Klar, das hat sich nicht verändert. Easy. QS2. Wunderbar, dann TP und plus 2 sind es dann. Würfel. Das müssten, kriege ich meine, das hatte ich eben, ich hatte doch eben meinen plus 2 dazu. Kriege ich die immer noch? Ja, die kriegst du. Die QS bleiben effektiv übrig. Yeah. Sorry, Entschuldigung. Dann sind es aber immer noch 4. Ah, schon wieder 4. Sehr schön. Ja, du wirfst dich, du bist noch im Handgefecht mit deinem Gegner, robbst dich so nach oben und beißt ihn einmal ins Ohr, während du schon so halb auf ihm drauf liegst. Das ist natürlich als normale Scheunenkatze gegenüber einer gewaltigen Nuala jetzt nicht unbedingt die beste Position, die er da hat. Horatio. Okay. Ja, Moment. Da hat gerade jemand einen Wollknäuel geworfen, ne? Ja. Ja, cool. Ich wollte schon mal einen Wollknäuel haben. Ich laufe zum Wollknäuel. Ja. Ja, geil. Hinterher. Ab in die Dunkelheit mit dir. Hat ja schon einmal gut geklappt. Ja. Bringt einen zumindest vorwärts. Darauf kann man sich verlassen. Egal in welche Richtung. Genau. Ja, der unter dir, Gigi, der scheint davon überhaupt nicht so angetan, dass du so halb auf ihn drauf liegst und versuchst dich einfach mal herzhaft wegzuschubsen und zu kratzen und zu beißen, damit du von ihm runtergehst. Wie viel Verteidigungswert hast du? Ich habe in Raufen einen Verteidigungswert von 6. 6, ich schreibe mir das mal auf. Ja, nee, dann wird das nichts. Er ist also unter dir. Ich mache mich einfach ganz schwer und breit. Ja, das ist gar kein Problem für dich. Schwer und breit, das kannst du. Danke. Und ihr seht, du hörst von irgendwo da hinten so, was war denn das? Und kleine Fußtapfen, die in eure Richtung. Kuppi. Ja, was sehe ich denn, wenn ich das höre? Da sehe ich doch noch nichts. Oh, du siehst einen kleinen Lichtpunkt, der sich offensichtlich bewegt. Der hat entweder eine Kerze oder eine kleine Laterne. Ja, dann gehe ich dem mal entgegen. Okay, du gehst dem Licht entgegen. Ich gehe dem Licht entgegen. Okay, Gigi, du hast immer noch deinen Gegner fest unter deiner Kontrolle. Mhm.
Ich habe auch nicht beabsichtigt, das zu ändern. Ich würde... Ich versuche nochmal einen Orbis, um ihn irgendwie kalt zu stellen. Ich will ihn nicht... Ich will ihn... ne? Hör auf jetzt! Ich will zeigen, wer hier die Dominanz hat. Ganz genau, Dominanz zeigen. Das, ist es immer noch erschwert? Achso, ja, wegen Orbis natürlich. Ja. Dann habe ich es aber mit Kurs 1 geschafft. Bitte. Ja, dann sind das wahrscheinlich 3 Schadenspunkte, okay? Genau. Wunderbar. Ja, du beißt sie fest und du hörst dann unter dir, au, 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 aufhören, aufhören, bitte, bitte, au, au, au. Geht doch. Horatio, oh, du bist jetzt in der Dunkelheit, hier und da und oh, du hörst es, Conan, schön, da ist es. Ah, du hast es in deinen Pfoten, ja, jetzt gehört es dir. Ist ein schöner Hund. Es ist mein. Meanwhile ja. In Unwichtigland. Du spielst damit rum, oh ja, ja. Und mit an deinen Ohren hörst du, ah, ouch, ah, ah, nicht ins Gesicht, oh. Und daraufhin ein klingt nach Hund. Ich erschrecke mich erstmal. Ich war Kunde überhaupt nicht. Lasse deswegen auch tatsächlich dem das Wolkschmal fallen. Ja, okay. Hunde sind gefährlich. Katzen sind okay. Hunde sind scheiße. Wo ist mein Messer? Jetzt wird's ernst. Okay, gut. Ja, dein Gegner, Gigi, windet sich unter dir. Bitte, bitte, ich gebe auf. Sehr gut, sehr gut. Ich will mein Ohr behalten. Ah, nicht so ziehen. Okay. Gigi lässt dich los, aber dann lässt du uns zu dem Hund. Ihr wollt zu dem Köter? Wir kriegen sehr viel Schlangenhaut, wenn wir ihn diesem Drachen da draußen bringen. Er schaut in deine geweiteten Pupillen. Ah! So, ein Drachen. Er kann sprechen wie Hunde, Katzen. Ja, okay. Er schätzt dich offensichtlich als äußerst gefährlich ein in deinem aktuellen Zustand. Ja. Unbrechbar! Und, okay, aber lass doch endlich mein Ohr los. Ich lass los. Ah, danke. Ja, während du, Kuppi, immer noch auf das andere Licht zugehst, das dir immer näher kommt, was tust du denn, als ihr seid nur noch eine Ecke voneinander entfernt, ist gerade so hinter einem der Wandschränke, du siehst zwischen diesen kleinen Aussparungen des Weinschrankes das Licht immer wieder aufflackern und auch hinter den grünen, leicht durchsichtigen Flaschen die Silhouette einer Katze. Was tust du? Ich habe ja gehört, dass du irgendwas gesagt hast, ne? Mhm. Ja, dann hole ich mal meinen Feuerstein. Nein. Ich hole mir eine Fiole raus, eine andere Fiole. Mhm. Einer meiner anderen Erfindungen. Und ich versuche, also ich hoffe, dass ich, als ich das hergestellt habe, wollte ich so eine Art Rauchbombe machen. Und würde die gerne auf den Boden werfen. Vor mir. Okay, was hast du denn in diese Rauchbombe so getan? Ich will einfach nur mal nachfragen. Darüber hat der Kuppi gar nicht nachgedacht. Rauch und eine Bombe natürlich. Der hat einfach versucht, Sachen zusammenzumischen, wie er es in einem Buch von einem Menschen gelesen hat und hofft, dass das den Effekt hat, den er sich wünscht, dass er das hat. Ganz kurze Frage. Ich bin ja weit weg von Kuppi, oder? Mhm. Okay, gut, einfach nur so. Explodiert, könnte der Explosionsradius mich erwischen? Die Antwort, die Frage adel ich nicht mit einer Antwort. Gucken wir mal, was passiert. Ich habe leider keine lustige Zufallstabelle von irgendwelchen Tränken, die ein Wissler zusammenmixt.
werde für Kuppi mal eine erstellen. Wie 20 ist 20 das Schlimmste, was passieren könnte, und 1 ist das Beste, was passieren könnte. Gucken wir mal, was das Glück dazu sagt. Oh Gott! Ich hab ein Katzenauge hier. Ist 1. Du hast. Oh mein Gott! Verstehst du? Ich habe ein mächtiges Werkzeug geschaffen. Bam! Okay. Es knallt einfach. Die Katze mit der Kerze in der Hand guckt dich an, guckt das an und auf einmal eine gewaltige Nebelwolke, die in den wenigsten Sekunden den halben Raum ausfüllt und alle Hüfte. Einerseits brennt das jetzt mega in der Lunge, aber andererseits freust du dich gerade so mega, dass das geklappt hat. Ich bin trotzdem froh, ganz weit weg zu sein. Ja, ich stehe in diesem Nebel in einer schwarzen Silhouette gehüllt Richtung dieser Katze und sag nur zu ihr: Flieh, solange du noch kannst. Und wedel dabei so mit den Armen und mit meinen Pfoten. Okay. Also versuch's doch mal mit Einschüchtern. Ich würde dir anhand dieser krassen Umstände eine Erleichterung von 6 dafür geben, weil das gerade so wunderbar geklappt hat. Aus welchen Gründen auch immer. The Stars allein, man weiß es nicht. Oh, ich habe eine 20 von 20. Juhu, cool, seid. Nice. Geschafft. Wunderbar. Oh, flieh, solange du noch kannst. Die Katze. Okay. Die Katze fliegt einmal durch die Gegend und der geht einfach in die andere. Du weißt nicht, ob da vielleicht irgendwo ein Gang ist, eine Tür, du weißt es nicht. Die Katze ist verschwunden. Gut, dann mache ich nur so, drehe mich um und gehe zurück. Und schreibe wieder in mein Notizbuch richtige Mischung und so weiter. Und den Effekt. Perfekt. Ja. Ich kann erfolgreich berichten und dokumentieren, ich habe die richtige Mischung zufällig gefunden. Unerwarteterweise haben meine Pläne geklappt. Ja. So schreibt das ein Professor Kuppi natürlich nicht. Aber ja, so ungefähr. Logbuch des Captains. Ja. Endlich, meine Forschungen tragen Früchte. Oh nein. Avena kann sich ordentlich festhalten. Das wird noch eine interessante Zeit. Und warum ist es immer neblig in Havena? Ab jetzt wissen wir warum. Das ist die Ursache. Das erklärt endlich den ewig konstanten Nebel in Havena. Wir haben des Rätsels Lösung, meine Freunde. Und deswegen ist das Buch auch interessant für DSA-Spieler. Ja, da steht die Lösung. Ja. Da wird einem so viel Hintergrund erklärt. Der wirklich wahre Hintergrund. Ja. So ist es wirklich. Ja, Gigi, du hast deinen Gegner gefügig gemacht. Der dich in Richtung Horatio führt, der immer wieder ein nicht ins Gesicht, au! Hört. Und nun hört ihr das auch, als sie in die Richtung geht. Also ich fahre gerade übelste Paras. Es ist dunkel. Irgendwie Rauch, der da irgendwo zwischen den Regalen lang zieht. Bunte Geräusche. Ja, also ist ein bisschen so Vietnam Backflash, ja, und ich schleiche da irgendwie mit dem Rücken zur Wand, mit so einem aufgebuschten Schwanz und irgendwie nach hinten geklappten Ohren mit Pfeil und Bogen in der Hand irgendwie durch die Dunkelheit, weil irgendwo muss ja das schreckliche Hundemonster sein. Ja, sagen wir mal so, die heilenden Worte durch den Raum flieh, solange du noch kannst, haben nicht geholfen. Ja. Das Kriech. Und ihr findet so zusammen und so den Horatio vor. Der Typ, den du mitgenommen hast, Gigi, hat immer noch hat seine Kerze wieder aufgehoben und schaut jetzt Horatio an, was denn mit dem. Ja, ich guck mal, ob ich euch über den Haufen schieße. Oh, meine Güte. Ja, nee, läuft. Alles gut.
Und schießt uns über den Haufen? Nö. Also zumindest nicht unwillentlich. Au! Das kam von da hinten. Das Monster ist da hinten. Na, wie Monster ist es jetzt nicht unbedingt, meint die eine Wache. Was wollt ihr denn von dem Hund? Ich dachte, von dem könnt ihr nichts wollen. Woher wisst ihr überhaupt davon? Ich versuche meinen, wenn auch nicht ganz freiwillig gewählten Psychoblick wieder aufzusetzen. Der Drache! Au! Oh, klar! Er schaut auch in eure Richtung, auch eure Pupillen sind noch leicht geweitet. Er entscheidet sich für das Vernünftige, erstmal das zu tun, was die offensichtlich leicht angetrunkene und mit Katzenminze voll geriebene die vollgeriebenen Leute vor ihm gerne von ihm wollen. Okay, dann folgt mir mal. Das ist bestimmt eine Falle. Nee. Das ist einer von denen. Ich zeig auf das Ohr der Wache. Keine Sorge. Das ist alles unter Kontrolle. Ja, dann ist ja gut. Guck mal, der hat Ohren. Ah. Ja, wie so von einem, wie von so einem Stundenstempler. Ganz so. Genau. So ein paar Löcher drin, die genau zu den Zähnen passen. Also das Gebiss von Gigi kennt Guppy ganz gut. Man hat sich ja öfter um die Zähne gekümmert. Jedenfalls werdet rüber zu einer Tür geführt, wohinter es immer lauter wird und dann klopft einer und so ein kleiner Riegel wird aufgeschoben. Was? Die Katze mit der Kerze steht da. Ja, das ist eine lustige Geschichte, dass du hast. Und es wabert noch der Nebel so hinter ihm, so, was ist hier passiert? Ja, ich habe ja gesagt, das ist, sagen wir mal so, ich erzähle dir das mal bei einem ganz guten Hupen, okay? Aber jetzt stell keine Fragen. Sehr gut. Kreuze so ein bisschen die Stirn. Okay. Und so, na, langsam geht die Tür auf. Kommt mal rein. Und ihr seht da, auf einen kleinen Hocker gebunden, offensichtlich einen weißen Hund, der in eine volle Rüstung gepackt ist, der jetzt gerade ziemlich lediert aussieht und überall so tiefblaue Stoffe hat. Er selbst ist ganz weiß mit offensichtlich rötlichen Augen, die jetzt gerade so ein bisschen zugeschwollen sind, weil er offensichtlich gerade von dem Herrn da verprügelt wurde. Und hat er schon was gesagt? Nee, er hält richtig gut dicht, wo er herkommt und was er hier will. Ganz komischer Typ. Du weißt doch, dass der Don genau wissen will, woher dieser Typ kommt. Vielleicht ist es irgendein Spion aus dem Hundeland. Ja, ich weiß. Und der Hund schaut auf und toll, noch mehr Katzen. Ja, richtig schön. Verstehen wir uns? Also, jetzt geht das wieder los. Also vielleicht nicht unbedingt auf einer emotionalen Ebene, ja. Aber durchaus auf einer verbalen. Dein Drachenfreund Samira schickt uns. Seine Augen werden auf einmal ganz weit. Samira ist... Sie ist noch am Leben? Ja, dank meiner hervorragenden Arbeit. Ja. Ihr... Und er widert sich offensichtlich gerade selber so ein bisschen an. Ihr habt mein... Dank. Also, ihr wollt den Hund jetzt abholen, oder wie? Ja. Nein. Was? Doch. Der eine nickt, der andere schüttelt den Kopf, der andere sagt ja. Damit ist derjenige, der den Kopf schüttelt, offensichtlich überstimmt. Weiß der Don davon? Und der mit der Kerze presst zwischen den Zähnen. Ja. Auftrag vom Don. Beide Forschungen beinhalten auch neue Serums, die einem Hund die Wahrheit entlocken sollen. Ich würde meine Pfote so auf Kuppis Kopf legen und den so runterdrücken. Das kann ich allerdings nur in meinem Labor vollziehen. Sprich weiter, während du ihn runterdrückst. Ja.
Mau. Das ist ein Seifenspender, oder? Ist gut jetzt. So. Wir würden den Hund jetzt gerne mitnehmen. Und dann ist die Sache vorbei. Yeah. Ihr könnt sagen, dass er irgendwie aus Gardon oder so gekommen ist. Gardon? Aha. Ich glaube, das. Weißt du noch irgendwas? Die beiden Katzen sind ja doch. Also, es wäre echt. Also, wer weiß schon. Der Don, der will halt auch so ein paar Infos. Vielleicht könnt ihr ein bisschen aushelfen. Also, damit wir ihn erstmal zufrieden stimmen können, ja? Ja? Ja, okay, ich würde es sagen und ich gehe wieder hin, umkreise den Hund, heb seine Pfote hoch, heb seinen Schwanz kurz hoch, lass ihn dann angewidert fallen. Ich würde sagen, es ist ein Hund. Aus Gardang mit dem Schiff hierher gekommen. Und sein Name ist Fang den Schwanz. Was? Oder nicht? Das tun Hunde. Der Hund nickt auf jeden Fall enthusiastisch. Ja, sag ich doch. Fang den Schwanz. Ich hätte also, Sherlock nennen sollen. Dann sag doch Gato einfach der Drache, also er kam mit einem Drachen aus Gardang und dann ist er. Er kam mit einem Schiff? Ja, genau. Mit einem Drachen auf einem Schiff. Aus Gardang. Aus Gardang. Über den schwarzen Spiegel. Aha. Und der Gardang ist wohl noch größer. Es gibt einen kleineren Gardang und einen noch kleineren Gardang. Und die gehen so in den großen Gardang. Genau. Ach so. Mhm. Okay. Gut. Das werden wir. Hast du das aufgeschrieben? Sie tuscheln untereinander. Ja, dann nehmt ihn mal mit. Hauptsache, ihr beißt nicht auch mir ins Ohr. Besser ist das. Ja, ihr könnt euch den Hund einpacken. Es ist ein doch schon recht großes Exemplar, würde ich sagen. Es ist so ungefähr Arania-Größe. Nee, ist nicht unbedingt so groß wie ein Noala. Also Gigi kann den durchaus in die Augen gucken. Auch wenn er gerade so ein bisschen gebeugt geht. Und er ist, wie gesagt, rein weiß. Er hat eine sehr, sehr gebogene, erhabene Nase. Ihr würdet das schon als ganz schön mächtig, muskulöses Exemplar. Und er klappert so ein bisschen wegen der Rüstung, die er noch trägt. Und er scheint definitiv ein Krieger zu sein. Ihr seht auch, du kannst ihn antatschen, er wird relativ wenig Gegenwehr hier aufbringen. Du siehst auch so dieses kleine Teil, was aus seinem Umhang rausgerissen wurde. Das passt ganz gut zu den Stofffetzen, den ihr da habt. Also ist der richtige Hund. Ist allerdings auch schwierig, einen anderen hier in Haveda zu finden. So, fang den Hut. Such den Schwanz. Nein. Egal. Selima, Salim, warte draußen. Ja. Danke. Ihr seid, also für Katzen seid ihr ziemlich okay. Wir nehmen ihn jetzt echt mit? Ist doch gefährlich. Guck dir doch mal an. Ja, wir geben ihn ja gleich wieder ab. Horatio, die Schlangenhaut, der Glitzerkram. Ach, Schlangenhaut, Schmangenhaut. Ich meine, hallo, guck dir doch mal an. Ist doch gefährlich. Ich glaube, der hat Zähne. Ja, mehr als zwei. Ich stelle mich so neben ihn und mache so einen Größenvergleich. Beruhigt dich das nicht? Nee, nicht andersweise. Ja, zur Not habe ich noch und ich krame wieder in meinen Rucksack, suche irgendwas raus und ziehe nach kurzer Zeit ein Tintenfass hinaus. Zur Not habe ich noch das. Das ist schön für dich. Das wird uns helfen, wenn er nicht brav ist. Ja. Weil er dann blau ist? Ich schaue so, nein, das ist doch nur die Aufbewahrungsbox, da ist doch was ganz anderes drin. Was denn, Tinte? Nein, eins von meinen genialen Forschungen. Oh Gott. Das sollte dir Warnung genug sein, Hund. Das sollte uns allen keine Warnung genug sein. Ich möchte eigentlich selbst verschwinden.
Der Hund ist recht verwirrt, lässt sich aber von euch hier herausführen. Die beiden Katzen schieben euch förmlich schon raus. Und findet ihr euch selbst nach wenigen Minuten wieder vor der Tür des Lokals zum Kraken und werdet auch schon sehnlichst von Semira erwartet. Tada! Die großen Mogo-Augen. Faruk, du lebst. Oh, was für ein Glück. Ja, es ist stark verletzt und zusammengeschlagen worden und geht immer noch so leicht humpelnd. Ich war in den Fängen des Feindes, aber ich habe überlebt. Dank uns. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum. Danke euch. Wie hast du sie nur dazu? Hier, Schlangenhaut für euch. Ach, sie haben es gegen eine Bezahnung gemacht. Na ja, klar. Katzen und Ehre natürlich kein Stück. Ihr bekommt eine sehr schöne, grüne, schimmernde Schlangenhaut, die ihr problemlos in drei teilen könnt, sofern ihr das wollt. So ein guter Quadratmeter von einer recht großen Schlange. Und jede Menge Glitzerkram, das mindestens den Wert von 60 Mondglöckchen hat. Oh. Und auf dem Wege zurück zum Fischerdorf, Fischerort, erzählen euch die beiden ihre Geschichte, dass sie nämlich vom weiten, weiten Fasar her hierher gekommen sind anhand einer Vision, die ein Tracherbe ihres Hauses hatte. Und zwar von einer Stadt voller Katzen. Und da dem Malik dabei nicht besonders wohl war, dass es irgendwo eine Stadt nur voller Katzen gäbe, wollte er Späher aussenden und auf die lange, beschwerliche Reise entsenden, um sich dort mal umzuschauen. Und sie sind den Weg der Prophezeiung gefolgt, den Gedanken so lange folgen, bis er größer wird und größer, bis es zu einem niemals endenden Teich wird. Und dort dann ein Schiff der Menschen in Richtung von Havena folgen. Offensichtlich spricht man es allerdings wohl eher Havena aus. Ganz klar. Um was dann zu tun? Um hier mal zu schauen nach dem Rechten, wie eine Stadt unter katzischer Herrschaft wohl so läuft. Und jetzt können Sie nur zu der Konklusion kommen, dass einige Katzen so schlecht sind, wie sie sich vorgestellt haben, aber einige wohl doch ganz nett sind. Dass das hier kein Nest des Feindes ist, sondern, naja, etwas ganz anderes. Etwas anderes, als man erwartet hat. Das ist bestimmt gelogen. Ja. Das wird man vielleicht in der Zukunft herausfinden. Zufrieden erzähle ich noch zu Kupi und Horatio, wir sollten mal diesen Gardang entlangfahren und uns diese Stadt voller Hunde anschauen. Na. Nee. Obwohl. Vielleicht sind da noch mehr Drachen. Denkst du, das ist für meine Forschungen relevant? Sehr. Und warum? Das kannst du viel besser beurteilen als Gigi. Da hast du recht. Wäre meine Überlegung wert. Ich schreibe das alles in mein Notizbuch. Naja, es kommt drauf an, was du erforscht. Die anderen. Du scheinst ein relativ breites Spektrum zu haben in deiner Forschung. Die beiden können dir das ein oder andere erzählen, da du es ja offensichtlich nicht mit Gewalt versuchst zu erwirken und ihnen geholfen hast, werden sie dir die ein oder andere Information gerne geben. Und zwar, vielleicht hilft es dir wirklich bei deinen Forschungen, die sich hauptsächlich darum gehen, warum manche erwacht sind und warum nicht. Weil sie erzählen dir auch, dass dort nicht nur Katzen, Hunde, Wüstenfüchse und auch Mungos erwacht sind. Und nicht nur Katzen, wie augenscheinlich hier in Havena. Das ist durchaus sehr interessant für meine Forschungen. Gigi, pack den Rucksack. Wir fahren über den Ganges. Ja. Genau. Ab über den Jordan. Auf nach Basar. Auf nach Basar. Und das...
als letztes Wort zu diesem Abenteuer auf nach Basar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch Chaoten zu spielen. Vielen, danke. Vielen Dank. Ja, ich hatte ebenfalls sehr viel Spaß. Ja. Gigi auch. Gigi hatte sehr viel Spaß. Gigi hatte sehr viel Spaß. Wir haben auch wirklich fast passend aufgehört. Uns fehlen noch 3 Euro und haben wir 25.000. Was? Echt so viel? Ja, sehr cool. Oh meine Güte. Muss und ich 126 jetzt Leute sind schon dabei. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hätte eigentlich so, vielleicht am ersten Tag so 20. Fast 25, meine Güte. Richtig, richtig cool, ja. Also, vielen Dank nochmal, Nadine, fürs Leiten. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, unsere Zuschauer hatten genauso viel Spaß wie wir. Ich werde auf jeden Fall zahlreiche Dialoge aus diesem Let's Play in Erinnerung behalten. Genau. Wir verschwinden jetzt mehr oder weniger in den Feierabend und werden natürlich noch gespannt beobachten, wie das Crowdfunding weiterläuft. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollt, findet ihr natürlich uns immer auf Social Media und oder E-Mail, um dort einfach nachzufragen. Fühlt euch ermuntert, das zu tun. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend, oder ich zumindest. Ich denke mal, das macht ihr auch. Und je nachdem, ob ihr Drache, Katze oder Hund seid. Und genau. Spielbare Drachen confirmed. Taschendrachen, hey. Hey, Taschendrachen. Genau. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt vor allem gesund. Passt auf euch auf. Und genau. Macht's gut.